Yu-Gi-Oh! 2022, der König der Spiele, ist mächtiger als je zuvor, oder? Und hier ist seine Königin. Gewehr, Gewehr. Nö. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung hier auf Rocket Beans TV. Es ist Zeit für ein Duell. Yu-Gi-Oh! Ist am Start. Ich habe natürlich wieder Gäste hier dabei. Unter anderem Michael, den Card-Journalist. Hallo, Maurice, Schattenspieler. Und neu dabei, Jan, CK Phoenix. Freut mich sehr, dass du auch hierher gefunden hast. Denn diese Runde, die ist ja schon ein bisschen etabliert mit euch beiden hier. Ihr seid wirklich unsere Stammfreunde, also Freunde des Hauses schon mittlerweile. Aber es freut mich immer wieder, neue Leute hier zu haben, neue Freunde kennenzulernen. Unter anderem dich. Du bist auch ein Yu-Gi-Oh! Influencer, oder? Ja, genau. Also freut mich auf jeden Fall, hier zu sein. Ich mache Videos vor allem über Anime, aber Yu-Gi-Oh! Ist natürlich auch ein sehr beliebter Anime, womit ich mich auch sehr viel befasse. Und ja, ich gehe bei meinem Content bezüglich Yu-Gi-Oh! Mehr auf den Anime ein, aber eben auch auf das Kartenspiel. Also ich mache da beides so ein bisschen. Und womit hast du denn angefangen? Also von Yu-Gi-Oh! Also mit welcher Staffel, beziehungsweise mit welchen Beschwörungstechniken, mit welcher Reihe, welcher Serie? Weil ich sag's immer wieder gerne, ich gehöre zu den Boomern, ich höre zu denen so, ja, OG Yu-Gi-Oh!, das kenne ich noch, und so GX, ja, Elementarhelden, Fusion, das ist das höchste der Gefühle. Und sobald 5Ds kommen, ich so, oh, die Shit, die sind auf Motorrädern unterwegs, und was ist das denn jetzt? Ja, also ich habe auf jeden Fall viel von den ersten drei Serien gesehen, also Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! GX und Yu-Gi-Oh! 5Ds. Mhm. Ich fand die Motorräder ganz cool. Und ja, also ich habe tatsächlich auch mit dem ersten Anime angefangen, aber ich habe dann auch alle weiteren dann halt auch verfolgt. Bist du dann noch stets am Ball geblieben, so kartenspielmäßig, hast dann auch früher damit angefangen und dann stets immer weitergespielt und so, okay, jetzt kommt hier das nächste Set und das spiele ich dann auch? Oder hast du zwischendurch auch mal Pause gemacht und gesagt, ja, ey, nicht mehr so meins, und dann irgendwann vor ein paar Jahren, ey, Yu-Gi-Oh! War ein ziemlich geiles Kartenspiel, da schaue ich noch mal rein. Nee, also ich bin tatsächlich immer am Ball geblieben. Also ich habe seit der Kindheit einfach, wie die meisten wahrscheinlich, damals halt den Anime geguckt, dann das Kartenspiel gespielt und seitdem dann auch eigentlich immer regelmäßig gespielt, dann auch mal auf Turnieren gewesen und so weiter und so fort. Natürlich gibt's mal Pausen hier und da, aber im Grunde genommen war ich eigentlich immer Yu-Gi-Oh! Und ihr kennt euch auch alle irgendwie ganz persönlich, ne? Also das ist ja, wie soll ich sagen, ist eine sehr kleine Gruppierung in Deutschland auf jeden Fall, ja. Von Yu-Gi-Oh!-Leuten, die dann auch miteinander spielen, auf Turnieren gehen, gemeinsam Content createn. Also ihr macht ja auch untereinander auch Content. Mhm. Ja, ja, genau. Also macht dann YouTube-Videos. Was ist denn das aktuellste Video von euch allen, wo ihr alle zusammenarbeitet? Ich glaube, das war ein Vierer-Duell. Ja, stimmt. Wo wir uns mit den Anime-Decks von Yugi, Joey, Kaiba und Marik, wie in Battle City, so ein Battle Royale. Okay, das ist geil. Das ist geil. Das war sehr lustig, ja. Das war sehr lustig. Das war sehr lustig. Und bei wem kann man es sehen? Bei ihm. Bei mir. Schaut bei CK Phoenix vorbei, ne? Da wird dann aufgeklärt, ob Yugi wirklich der König der Spiele ist, ja, oder ist es hier. Das ist die Frage. Es ist Joey mit seinem zweitklassigen Deck und der drittklassige Duellant. Ich sag so, es gab viele Höhen und Tiefen und es war sehr spannend. Mhm. Ja. Ja, es ist auch sehr spannend, wie generell Yu-Gi-Oh! Sich gerade weiterentwickelt. Wir haben ja auch gesehen, es ist jetzt nicht nur. Es gibt nicht nur Speed-Duel, Duel-Links, sondern es gibt Rush-Duel, was auch für die Switch erschienen ist, was wir auch gespielt haben. Schaut euch gerne das Let's Play an. Es ist ziemlich cool, weil es eine Neuinterpretation bzw. ein Reboot für Yu-Gi-Oh! Ist. Also alles, was wir bisher gekannt haben, wird ein bisschen abgeändert und vereinfacht. Ja, vereinfacht ist eher abgeändert, ist, glaube ich, das falsche Wort. Okay. Aber wirklich vereinfacht. Mhm. Man hat wieder drei Zonen, also wie bei Duel Links zum Beispiel oder auch bei Sweet Duel. Aber hier sind die Regeln komplett anders und es gibt auch weniger Phasen, also es ist halt runter. Ja, hat auch ein bisschen was mit Anime zu tun. Ich glaube, da kann Chan noch ein bisschen was zu sagen. Ja, also es gibt da ja den Yu-Gi-Oh! 7s Anime, den neuesten Yu-Gi-Oh! Anime, und da ist es unter anderem so, dass dem Protagonisten das normale Yu-Gi-Oh! Etwas zu kompliziert ist. Und dass er deswegen dieses Rush-Duel-Format erfindet, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen und Leuten näher zu bringen, die das vielleicht ein bisschen kompliziert finden. Mhm. Ich finde es einfach ziemlich cool, dass Konami mal sagt, ey, wir haben unser Hauptspiel, wir haben unser Franchise Yu-Gi-Oh! Wir bauen zwar immer wieder auf, für euch zum Beispiel, so als Hardcore-Fans und Spieler, die auch Content createn. Wir brauchen immer neue Techniken, wir brauchen neue Sachen, aber es gibt ja noch Leute für mich, wie ich, die dann sagen, ey, musst du irgendwie wieder einsteigen, beziehungsweise Neueinsteiger, finde ich halt, ist die Lernkurve auch ziemlich steil. Dann gibt's halt Rush-Duel. Dann ist es halt so, ja, versuch's erstmal damit, guckst dir mal an. Ist ja eigentlich auch Yu-Gi-Oh! Und das finde ich ziemlich cool. Und dass es dann auch andere Sachen gibt, wie auch Duel Links, also die noch vereinfachte Version von dem Hauptspiel. Und jetzt ist ja auch Master Duel erschienen. Genau, richtig. Und Master Duel ist ja jetzt Ende Januar erschienen. Aber bevor wir darauf eingehen,
Guckt euch dieses Ding an. Guckt euch dieses Ding an. Das ist, ne? Das ist 5 Jahre Yu-Gi-Oh! Duel Links feiern wir. Und ihr könnt natürlich auch davon partizipieren, indem ihr den Link hier unten einfügt, wenn ihr sagt, hey, ich spiele das immer noch und ich habe echt Spaß mit. Da kriegt ihr coole Items, rbtv.to/duel. Und ja, das Herzstück, was dieses Jahr erschienen ist, muss ich auch wirklich sagen, ist Master Duel. Das ist das, wo ich dann auch wieder eingestiegen bin und sage, geil, Tutorials, geil, Techniken, die ich nicht kenne, die jetzt erklärt werden. Also mich hat es auf jeden Fall wieder reingebracht ins Spiel. Zumindest jetzt ein Beta-Spiel. Ich wollte gerade sagen, warst du raus? Ich war schon tatsächlich ziemlich raus. Moment. Muss ich jemand anderen beim nächsten Mal hier haben? Ich muss dazu sagen, also Remote Duel war ja so das Ding. Mhm. Und du brauchst natürlich dann auch die Karten dafür. Und die sind teilweise auch echt teuer. Und da muss man natürlich abwägen, möchte ich jetzt das auch investieren, das Geld, und dann Remote Duel spielen. Und das war es mir noch nicht so wirklich wert. Aber jetzt durch Master Duel ist man halt, also kann man wirklich regelmäßig auch spielen und die Karten auch benutzen. Und deswegen ist es auch, also für mich gerade echt wieder super, auch die neuen Decks zu lernen. Weil man muss auch sagen, es ist ein eigenes Format tatsächlich. Also es gibt ja eine andere verbotene und limitierten Kartenliste, als jetzt wirklich im TCG. Okay. Und deswegen sind auch die Decks teilweise anders. Wie kommt denn das, dass da jetzt die Bannliste bzw. die Karte, die verboten sind, anders ist als jetzt beim normalen TCG? Ich glaube, das ist halt dazu da, dass wirklich ja, zum Beispiel auch Japan und Europa zusammenspielen können. Also ach, die haben eine andere Bannliste als wir? Ja, genau. Okay. Also das ist jetzt sozusagen einfach dieses weltweite Spiel, wo man wirklich gegen jeden spielen kann. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist auch wirklich eine Liste, wo die meisten Decks auch wirklich spielstark sind. Okay. Also bei jetzt im TCG sind viele Decks auch schwach gemacht worden, auch vielleicht auch aus Versehen, weil die Karten teilweise echt gut sind. Aber jetzt hat man, also hier hat man wirklich irgendwie alles. Und dadurch ist auch wirklich die Bandbreite ziemlich groß, was man spielen kann. Und nicht vielleicht irgendwie langweilig, wie im TCG teilweise, wo man wirklich nur 2, 3 Decks irgendwie hat. Hm. Du weißt, gerade im TCG ist auch gar nicht so schlecht. Auch sehr divers. Ja. Also es ist halt nicht nur, dass 3-Meter-Decks da sind, sondern du hast theoretisch 30-Meter-Decks. Genau, also deswegen, das ist auch der Reiz, ne? Man kann tatsächlich hier auch eben Duellen einfach zuschauen und teilweise auch eben dadurch so Edelsteine bekommen. Ach, jeden du Tag. Kannst beim Zuschauen auch Edelsteine gewinnen. Jeden Tag, genau. Aber ich finde das super auch mal zu sehen, was kann man also spielen? Das wusste ich auch gar nicht teilweise. Also es gibt teilweise auch Exodia-Decks, wo ich dachte, hä? Man kann Exodia so spielen und das wirkt auch einfach interessant so. Also hätte ich nicht gedacht. Also für euch Profis jetzt auch wieder so eine kleine Offenbarung. So, Alter, das bringt sogar noch mehr als das ursprünglich gedacht war? Ja, also es ist eher so, also man muss sagen, die Verbotsliste, die seit Master Duel existiert, ist quasi orientiert an der OCG, das ist halt asiatisch, beziehungsweise japanischer Raum, die vor, also zweimal zurück. Okay. Also ist schon ein bisschen älter, die Liste. Hm. Und das Spiel ist sehr schnellliebig und allgemein ändern sich die Decks schnell, was ist gut, was ist schlecht, liegen natürlich auch an neuen Karten, etc. Und hier ist halt einfach so, dass eben die älteren Karten da sind, die neueren Karten da sind und eine ältere Verbotsliste. Und wie er schon gesagt hat, man kann alles spielen, gefühlt, was man spielen möchte. Und das ist auch so ein Nostalgiefaktor, obwohl es nur ein paar Jahre her sind. Aber man kennt das ja, wie du schon gesagt hast. Wir kennen uns schon länger jetzt. Mhm. Und wenn man so ein Deck von vor 2 Jahren noch mal komplett spielen darf, das ist einfach schön. Das macht halt einfach Spaß. Okay, das ist cool. Und hast du zum Beispiel, du spielst es auch, hast du so Favoriten? welche Decks du gerne spielst? Also die Decks, die ich gerne spiele, sind jetzt nicht unbedingt die besten Decks. Also ich würde sagen, so mit zu den besten Decks zählen auf jeden Fall Eldritch zum Beispiel. Ist ein sehr starkes Control-Deck mit sehr starken Zauber- und Fallenkarten, die man häufiger benutzen kann, die man immer wieder benutzen kann. Ich spiele zum Beispiel auch gerne das Paläozoic-Deck. Ist ein Deck, was auch sehr viele Fallenkarten spielt. Ist jetzt nicht unbedingt das Beste, aber macht auf jeden Fall mehr Spaß für mich persönlich, Control-Decks zu spielen als Combo-Decks, wo man tausende Spezialbeschwörungen in einem Zug macht. Aber da hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Und das Besondere an Master Duel ist ja tatsächlich auch, man kann es von verschiedenen Plattformen spielen. Ja. Spielt ihr auch alle von verschiedenen Plattformen? Also, oder spielt ihr alle vom PC straight only? Also ich tatsächlich hab's auch auf dem Handy. Mhm. Auch für die Daily Missions tatsächlich. Also man kann sich natürlich eben täglich einloggen und dann irgendwie Edelsteine bekommen. Und wenn man mal nicht die Möglichkeit hat, an den PC zu kommen, ist es, glaube ich, ziemlich cool, das zu haben so. Auch ich finde, den Solo-Modus kann man ziemlich gut am Handy spielen. Ja, absolut, ja. Also von daher, das hat sich schon gelohnt. Ja, wie gesagt, für mich war es halt auch sehr wichtig, dass ich die Tutorials mal habe, weil sagen wir, wie es ist. Jemand erklärt es dir, okay, gut, aber du kriegst dann nochmal erklärt und dann gibt's dann coole Animationen. Ich finde, absolut, das haben sie echt gut gemacht. Also die Inszenierung des Kartenspiels ist cool. Also es geht schon so in die Richtung von der Konkurrenz, wo ich dann sagen kann, ey, habt ihr euch gut mal inspirieren lassen, wo ich mal sage,
die haben es so gemacht, wir machen es jetzt nochmal so und noch besser, weil ich finde, die Musik ist der Hammer. Oh also, mein Gott. Ganz in Ernst, diese dynamische Musik, die sich dann einfach anpasst an eure Lebenspunkte und Situation, das macht schon einen großen Unterschied. Und danach auch noch diese Token, diese Tiere, die auch dabei sind, finde ich auch ganz nett. Die sind echt cool gemacht und die Maps sehen auch echt gut aus. Ja, der Keukarpfen. Ist ein Keukarpfen? Ja, es gibt ein Spielfeld praktisch, wo dann so ein Teich ist und ein Keukarpfen rumschwimmt. Und den kann man auch anklicken und dann kommt eine kleine. Und zeigst du uns nachher auch, oder? Hast du das? Ja, das. Ja, ich kann das zeigen. Okay, genau. Denn die Jungs werden sich gleich ein bisschen duellieren, denn wie gesagt, 5 Jahre Yu-Gi-Oh! Duel Links, ne? Das muss ja irgendwie gefeiert und zelebriert werden und das hier ist der Preis, ne? Die werden alle 1-1 spielen. Und werden um hier diese schwarze Magier-Mädchenkarte spielen, ne? Die ist aus Glas. Ja, das ist schon ziemlich geil. Die ist schon richtig sick. Also als ich gesagt habe, ey Jungs, wir werden hier gegeneinander spielen. So, ja, alles cool, cool, cool. Und das ist der Preis. Und Maurice war so, Ja, da können wir später nochmal, wenn wir in Duellen sind, auch was sagen. Ja, ja, können wir noch was zu sagen. Und wie gesagt, schaut euch nochmal hier die Beschreibung an. Unter dem YouTube-Video oder hier nehmt den Link. Ne? Da gibt's dann noch ein paar Geschenke für Leute, die doch lieber sagen, hey, Master Duel ist cool, aber Speed Duel ist vielleicht so mein Ding, weil das ist doch ein bisschen anders, ne? Weniger Karten, anderes Spielsystem, aber wie wir auch schon gesehen haben bei Yu-Gi-Oh!, nur weil das Spielsystem anders oder beziehungsweise weniger Karten hat, ist es ja nicht weniger anspruchsvoll. Nee, ist auch ein ganz eigenes Format. Also Yu-Gi-Oh! Duel Links hat halt zum Teil auch Karten, die halt TCG sind, jedoch halt sind nicht alle Karten eines Archetypes da. Sprich, zum Beispiel, du hast ein Lieblingsdeck-Thema und sagst, ey, ich kenne das und jetzt kommt das auch in Duel Links. Das heißt nicht, dass alle Karten, die es davon gibt, da reinkommen. Und so kann halt man passend Decks Balancing einfach machen, dass die halt nicht zu stark sind oder halt extra pushen, indem man sagt, den einen guten Deck geben wir extra nicht die beste Karte, aber den schwächeren Deck schon. Mhm. Das ist schon ganz cool auf jeden Fall. Ja. Ey, finde ich, das hat Konami echt gut gelöst. So, ey, wir haben unser großes Kartenspiel, aber wir versuchen, das Kartenspiel so für viele Menschen zugänglich zu machen. Schon eine coole Sache. Also freue mich in Zukunft, was dann noch mehr kommen wird. Da kommt ja noch Cross-Duel. Oh ja. Cross-Duel. Habt ihr da schon? Na, bevor wir gleich anfangen, ich möchte wissen, habt ihr irgendwelche Insider? Könnt ihr mir ruhig sagen. Es gab schon eine Beta. Es gab schon eine Beta? Ja, okay, also es gibt auch schon Material dazu auf jeden Fall. Darfst du dazu was sagen? Ja, natürlich. Also okay, cool, dann hau raus. Ist ja öffentlich bekannt. Okay, dann sag mal, was ist denn dieses Cross-Duel? Also 2v2 ist das. Oh, nee, es ist jeder gegen jeden sogar. Was? Okay, 4 Leute, jeder gegen jeden. Genau, aber, also man spielt jeder gegen jeden. Es ist sehr kompliziert, jetzt ohne Bilder aktiv zu erklären. Es sind halt einfach, also 4 Spieler gegenüber, also Cross, ja. Passt ja irgendwie. Und du kannst deine Monster auf Linien zu den Gegnern schicken. Mhm. Und pro Zug kann der sich halt nach vorne bewegen. Dabei kann man Zauber- und Fallenkarten einsammeln. Wie gesagt, ohne Bilder ist das sehr, sehr, sehr crazy. Und wenn das Monster dann erfolgreich bis zum Gegner durchgelaufen ist, dann greift es die Lebenspunkte direkt an. Und die Lebenspunkte, die du dir Schaden zugefügt hast, kriegst du selber als Lebenspunkte. Und wenn 2 Monster aufeinandertreffen, dann ziehen sie sich gegenseitig die ATK ab. Also ein 1-4er gegen 1-6er würde das 1-4er ja verlieren. Mhm. Aber das andere geht dann auf 200 runter. Okay, ich also, glaube, das muss man wirklich mit Bildern sehen. Aber was wir gleich mit Bildern sehen, ist das Duell zwischen. Mit wem fangen wir an? Wir fangen zwischen euch beiden an, oder? Nee, zwischen euch beiden fangen wir an. Ne? CK Phoenix und Schattenspieler spielen jetzt gleich gegeneinander Master Duel. Und wir beide werden das mal gleich kommentieren. Beziehungsweise du kannst mir natürlich auch sagen, was da passiert, weil. Immer gerne. Ja, ich verliere manchmal schnell die Übersicht. So, Michael und ich haben uns hier gemütlich gemacht in der Moderatorenkabine und wir schauen gleich mal rüber hier zu den Jungs ins Studio. CK Phoenix versus Schattenspieler. Was erwartet uns? Ja, uns erwartet ein Retro-Game, würde ich mal sagen. Mhm. Denn Master Duel ist natürlich ein Spiel, wo man wirklich alle Karten spielen kann. Na gut, so gut wie alle Karten. Es wird natürlich auch geupdatet. Aber wir haben uns entschieden, ein bisschen die älteren Karten rauszuholen und jetzt nicht mal, die krasse Combo zu machen. Okay, okay. Das ist die Frage. Ja, startet mal. Ich würde so bin mal gespannt. Was? Nein, warum tust du mir das an? Das wollte ich auch schon die Mates, die man sich auswählen kann. Doch Heavy. Wachtrappe und. Achso, du warst so langsam. Nein, was? Und da ist nämlich unser neues Spielfeld. Oh, schönes Spielfeld, wo wir. Das ist der Keulkarpfen. Da ist der Keulkarpfen mit dem Teich, genau. Und man kann draufdrücken. Hey. Und dann springt er nach oben. Hey! Okay, okay. Bestes Feld. Okay, also. Der Schattenspieler spielt ein Synchro-Deck und CK Phoenix ein Elementalen-Deck. Vom Deck auf die Hand holen. Und Synchro ist natürlich nicht für alle jetzt bekannt, aber auch relativ einfach gehalten. Also kannst du mal erklären gleich. Er hat erstmal jetzt den Emergency Call aktiviert, um sich einfach ein
Elemental zu suchen. Sein Elemental ist Stratos. Vielleicht kennt der eine oder andere den noch. Wenn er beschworen wird, dann kann man sich nochmal ein Heldmonster auf die Hand suchen vom Deck. Also schon stabil. Ist wahrscheinlich aber auch so mit das beste Play, was das Deck zu bieten hat. Was anderes erwartet. Jetzt echt? So, und dann setzt er noch ein paar Fallen. Die Fallen sind sehr böse in seinem Deck. Er hat ja gesagt, er spielt gerne mit Fallen. Oh Gott, sogar drei Stück. Nein, sogar vier Stück. Und das Problem ist, wir haben uns auch darauf geeinigt, keine Spell-Trap-Removal zu spielen. Das heißt? Das bedeutet, wir müssen auch in alle Fallen rennen. So praktisch. Und das wird ein großes Fest. Ja, wir sehen schon bei Schattenspieler, reißen Tribut und Bonus-Fallgrube. Und das tut schon sehr weh, glaube ich, gegen alle Decks hier gespielt werden. Jetzt kann er eben den Bubbleman spezial beschwören, weil er eben keine Karten sonst in der Hand hat. Und dann an eine Exceeds-Beschwörung gehen, weil er zwei Stufe 4 Monster kontrolliert. Und dann sehen wir doch die Animation. Ein Exceeds-Network, sagen die Muslime jedenfalls. Und das ist der Maestrum. Was? Eine der ersten Exceeds-Karten tatsächlich, die auch damals gespielt wurden. Neuerdings, also heutzutage gibt es eigentlich bessere Optionen. Das Problem ist. Das muss man eigentlich spielen. Aber vielleicht jetzt gerade gegen Schattenspieler ist es eine Möglichkeit, den Gegner ein bisschen zu nerven. Aber mit 2-3 Dev ist auch schon sehr nervig. Nicht so lang, ne? Ja, guck mal, der hat jetzt drei Fallenkarten. Nicht so viele wie jetzt John, aber... Nee, aber was? Endface? Oh! Er setzt einfach nur drei. Aber das ist halt schon sehr entscheidend, wie viele Fallen man jetzt hat. Er baitet doch, oder? Nee, er hat der Zwangsüberwachungsgerät kann einfach das Monster auf die Hand flippen, also von daher... Und wir wissen ja bei Extra-Monstern, die können nicht auf der Hand sein, also gehen die zurück ins Extra-Deck. Und ganz egal, ob die zerstört werden können oder nicht. Hab ich schon was gegen. Wir gehen die Battleface. Ja. Saftigen 1800 Angriffspunkten. 1800? Oh, würde er den Fall einsetzen? Okay, er kassiert den Schaden. Nee. Da kommt das 20-Jährige-Kungsgerät. Es ist halt. Es ist auch eine gute Karte. Definitiv. Gerade gegen Extra-Deck-Decks. Und da kann der Chan jetzt nichts mehr machen. Phase 2. Oh, oder doch? Er hat noch die Fusion. Ich habe natürlich gedacht, er hat nur Fallen, aber nein, er hat auch die Zauberkarte gesetzt, was natürlich Sinn macht. Und da kommt Element halt. Moment, er darf die jetzt einfach fusionieren? Genau, vom Friedhof entfernt er die durch die Wunderfusion. Und dann kommt ein sehr starkes Monster aufs Feld. Das schon Absolute Zero. Das ging fix. Absoluter Nullpunkt auf Deutsch. Und wenn die Karte vom Feld geht, auch wenn sie zum Beispiel entfernt wird oder auf die Hand geflippt wird oder ins Extra zurückgeht, zerstört er alle Karten vom Feld. Oder nicht Feld, sondern vom gegnerischen Feld sogar. Naja, alle Monster, glaube ich sogar. Okay. Das ist erstaunlich, er ist einfach gar nichts mehr auf dem Feld. Da haben wir schon mal hier. So. Auch zwei. Ja. Uiuiui, dass es die Spielfeldseite gewechselt wird, irritiert ein bisschen tatsächlich. Aber interessant. Ja, wir wechseln dann immer zu dem aktiven Spieler. Ja. Damit wir auch sehen, was er so alles in den Händen hat. Sehr, sehr gut. Also, das war natürlich ein gutes Play jetzt, die Bonusfallgrube zu aktivieren. Weil, aber ist die Bonusfallgrube wie die alte Fallgrube, so ab einer bestimmten Lebenspunkteanzahl, wird die aktiviert oder? Nee, also es geht halt darum, dass das Monster, es muss schon mehr als 1500. Okay. Angriff haben, ja, genau. Und dann kann man es entfernen. Angriff. Der zweite Angriff. Heute. Ja, lohnt sich das da schon? Ja, wird er eine Fallenkarte aktivieren? Nee. Jetzt wüsste ich. Ja, ich wüsste gerne nochmal, was er da set hat. Muss man sich natürlich merken jetzt. aber auf jeden Fall war ein reißender Tribut dabei. Er muss natürlich dazu sagen. Was macht? Das bewirkt, wenn ein Monster beschworen wird, dass dann alle Monster auf dem Feld zerstört werden. Also kann auch sehr stark sein. Jetzt gerade ist es einfach nur ein Beatstick, also nur für Schaden da. Und Tom beschwört einfach sein Aqua. Aber das hat nur 1,5. Ja, ich weiß gar nicht. Also entweder chaint er jetzt. Hä? Wait, what? Wow. Was hat er vor? Baited. Okay, so. Also dann eben, das liegt noch ein. Ah, da ist noch ein Zwangsevakuierungsgerät. Ist auch so ein Zungenbrecher eigentlich, ne? Du musst echt langsam sprechen. Zwangsevakuierungsgerät. Zwangsevakuierungsgerät. Alter. Ja. Ja, den Yu-Gi-Oh!-Namen finde ich auch immer schwierig. Also manche, wenn man so eine Karte zieht, denke ich so, tschüss, da passt der Name gerade noch so drauf. Ja. Und die Kartentexte sind teilweise auch echt sehr, sehr klein. Also sehr klein gedruckt. Aber es ist toller, wenn man es digital hat, kann man auch. Genau, finde ich auch toll. Glaube ich, beide mal alles in Ruhe machen, wir alles große Schrift. So, und jetzt sehen wir eine Synchro-Beschwörung. Darauf brauchen wir natürlich ein Empfängermonster und ein Nicht-Empfängermonster. Unser Synchron ist ein Empfänger, der andere war kein Empfänger.
Und jetzt ist er, jetzt haben wir eine Stufe 4 Synchro-Beschwörung. Und habe ich schon ziemlich. Das ist schon auch gute Karte, sag ich mal so. Mhm. Denn wenn sie zerstört wird, kann man nochmal Monster beschwören vom Friedhof. Okay. Und hier geht's ja eigentlich gerade, also gerade in diesem Meter, was wir jetzt aufgebaut haben, sag ich mal, geht's wirklich darum, Karten Vorteil zu behalten und möglicherweise auch mehr Fallen zu haben als der Gegner, weil die Fallen sind alle echt sehr, sehr, sehr fies. Hm. Das Krasse ist halt, Seeker Phoenix hat paläozoisch tatsächlich Fallen im Deck, haben wir gerade gesehen. Hat auch davon gesprochen, dass er die mag. Und die aktivieren sich auch im Friedhof nochmal, wenn man eine Falle aktiviert. Jetzt stellt er nochmal was ein, interessant, auf Switch. Das ist so ein Pro-Gamer-Move. Das heißt? Bedeutet, also man kann hier unten rechts genau einstellen, wann das Spiel nachfragt, wenn man was aktivieren möchte. Mhm. Und teilweise kann dadurch der Gegner erkennen, ob der Gegner was machen kann oder nicht. Ah, okay. Ja, also wenn jetzt Monster beschworen wird und dann die Seite wechselt auf dieses Rot, dann weiß man, oh, er kann jetzt reagieren. Mhm. Er hat auf jeden Fall irgendwas, wie zum Beispiel ein reißendes Tribut. Und gerade auch bei Zwangsevakuierungsgerät ist es so, dass dann auch in der Standby-Phase gefragt werden würde. So, weil es ja immer aktiviert werden könnte, so, wenn Monster liegt. Ach, stimmt. Okay. Und dann weiß der Gegner, da liegt auf jeden Fall noch ein Zwangsübergangsgerät. Und das kann man natürlich dann umspielen, je nachdem. Smart. Und jetzt hat er auf Switch gestellt, damit er halt das umgehen kann. Also es ist halt ein richtiger Tryhard auf jeden Fall hier. Ja, es geht ja auch um viel. Elementar. Das haben wir gesehen, dadurch, dass Chan eine Falle aktiviert hat, kann die Paläozoisch-Falle gechained werden vom Friedhof. Und sich spezial beschwören als Monster. Das ist so die Spezialität des Decks. Das ist alles, ne? Bisschen untypisch, ne? Eine Falle kann auch ein Monster sein, aber steht auf der Karte drauf, beschwöre die Karte als Monster. Aber hat auch 1200 Angriff. Ja, ist nicht so viel, aber besser als nichts. Ja, zum Opfern reicht. Wenn er Tribut schwören möchte, ja. Und, oder zum Schaden machen wir jetzt. Ne? Genau. Aber da kommt der reißende Tribut. Das ist richtig vernichtend. Das heißt? Jetzt gehen alle Monster auf den Friedhof. Also, war da jetzt. Oh, das ist natürlich. Er aktiviert aber auch eine Verfallenkarte. Er chaint sein eigenes Zwangsübergangsgerät, um sein Monster zu retten. Meine Ocean, okay. So geht's natürlich auch. Okay, tu das. Ja. Man kann nicht nur die X-Ray-Monster zurückflippen, man kann auch seine eigenen Monster retten. Ist also sehr flexibel, die Karte. So, ich hoffe jetzt auf einen wunderbaren. Bis jetzt ist noch relativ ausgeglichen. Der Cyberdrache ist nicht so gut, wenn der Gegner kein Monster kontrolliert. Ein bisschen schade. Da kann der Schattenspieler leider nichts machen. Okay. Nichts, was sich zumindest lohnt. Oh Mann. Wir können natürlich jetzt einfach den Synchron irgendwie. Den Level 1 da beschwören, aber ist ja Quatsch. Ja, ich weiß. Muss man ein bisschen smart mit umgehen mit den Ressourcen. Da ist Elemental Ocean. Ja, da kommt der Ocean wieder. Seeker weiß natürlich nicht, dass Schattenspieler den Cyberdrachen hat, der den gleich überrennen kann. Was kann der Cyberdrache denn? Basically einfach nur sich spezial beschwören, wenn der Gegner ein Monster kontrolliert und man selbst keins. Achso, also jetzt. Ja, genau. Und hat halt einfach 2000 Angriff. Oh, Rageki. Auch cool, bei manchen Karten gibt es einfach diese spezielle Animation, wenn man die zieht, so als Top-Deck. Feier ich auch irgendwie. Nein, ja, das ist schon cool. Da kommt der Cyberdrache. Ne? Ja, es kommt jetzt ein Resonatribut. Nee, scheinbar noch nicht. Also vielleicht hofft Chan darauf, dass noch was kommt, aber. Angriff. Und Spiegelkraft. Also ich weiß gerade echt nicht mehr, welche Fallen Chan hat, um ehrlich zu sein. Also für uns ist es auch überraschend. Nein! Das ist. Nein! Ich weiß gar nicht. Nö. Also die Karte kann man auch im Damage-Step aktivieren tatsächlich, weil die Lebens-, die Angriffspunkte beeinträchtigen. Was ist denn jetzt passiert? Ich weiß, was das Problem ist. Im Prinzip werden die Angriffspunkte halbiert. Vom, spielt der schon Rageki? Was? Ja, weil er keinen Schaden mehr kassieren möchte. Also Main Phase 2, einfach Rageki, damit das Monster weg ist, aber. Er hat auch Rageki. Er hat auch Rageki. Aber es hat sich noch nicht gelohnt. Noch eine paläozoisch Karte. Mehr machen als die setzen kann man auch nicht. Nein. Okay. Also nachdem so viel am Anfang passiert ist, passiert jetzt gerade gar nichts. Ja, jetzt mehr. Sind wir langsam auch bei diesem Punkt, wo auch die Retro-Decks irgendwie damals waren einfach, ich kann jetzt ein Monster beschwören oder eine Falle setzen und mehr nicht. Heutzutage sind die Kombos natürlich viel krasser. Aber da blickt man auch teilweise nicht durch. So. Als jemand, der vielleicht jetzt noch nicht so drin ist im Spiel.
Also der das Psi-Monster, der 1,6-Beat-Stick, wird jetzt wieder rausgeholt. Und das ist schon viel wert. Jetzt gerade. Ja. Was? Oh, der Tin Goldfisch. Der bringt nicht so viel, wenn man kein anderes Stufe 4-Monster auf der Hand hat. Das ist jetzt so eine Sache. Der ist eigentlich dafür da, dass man ihn halt beschwört und dann schnell in Exilsbeschwörung gehen kann. Hat aber zumindest 2000 Verteidigung. Also, mit Glück rennt jetzt der das Psi-Monster einfach rein. Oh. Die Rümpel-Synchronisierer, die Anime-Karte. Also Raigeki ist schon weg von dir, ne? Ja. Hören wir mal kurz rein bei denen. Wichtigste Monster gezogen. Und zwar? Rümpel-Synchronisierer. Nein. Ich möchte gerne seinen Effekt nutzen. Ach komm schon. Und darf unbekanntes Synchron-Spezialbeschwören. Ja, das ist in Ordnung. Jetzt würde sich Reißattribut. Ja. Den du nicht mehr hast, oder? Nein, ich habe ihn ja vorhin abgeworfen. Das heißt ja nicht, dass er nicht noch einen haben kann. Das stimmt tatsächlich. Böse. Hast du denn noch einen? Dann kannst du Stufe 4 oder Stufe 6. Oder Stufe... Kommt einer meiner mächtigsten? Groß. Hm. Ich bin gespannt. Level 6. Brionak? Brionak. Reindrache. Okay. Ja. Ja, das stimmt tatsächlich. Wow. Ja, Ich würde gerne den Effekt von Lost Wind im Friedhof aktivieren. Oh, jetzt kommt ein Counter. Das Ding ist, also erstmal, Coral Dragon ist echt eine der stärksten Karten, die Maurice spielt, weil es einfach eine Karte zerstören kann, wenn man eine Karte abwirft. Und hat nicht umsonst eine Animation. Ist egal, welche Karte. Ja. Also Spiel, also Monsterkarte, genau. Fallenkarte, kann er alles zerstören, sobald er eine Karte abwirft. Genau. Okay. Und deswegen, also es ist schon sehr, sehr stark. Man kann sogar einmal pro Zug machen. Und dadurch, dass Maurice ihn so beschworen hat, wie er ihn beschworen hat, hat er auch nicht nur 2-4, sondern 3000 Angriff. Und deswegen, da kommt man nicht so schnell rüber. War der 2-4? Sogar 2-6 hat der. Weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, über 3000 also Angriffspunkte ist es schwer rüberzukommen. Ja, ja genau, und Lost Wind settet sich halt wieder. Also er weiß natürlich, dass das da liegt. Und es kann schon doof enden, wenn das liegen lässt. Aber die anderen Fallen sind natürlich auch sehr, sehr reizvoll zu zerstören. Was auch immer da liegt. Also eine Paläosurge-Falle haben wir gesehen. Das ist wahrscheinlich die. Ah, ja. Er hat zwei Lost Wind, okay. Dann war es ja egal. Dadurch kann er natürlich einfach die Angriffspunkte halbieren. Und das Monster scheint dir wichtig zu sein. Also, komm. Interessant. Ja, immerhin. Halbiert er die Grundangriff? Das weiß ich gar nicht so genau. Nee, es sind 1200 jetzt, die verloren gegangen sind. Und wenn jetzt der Grundangriff 3000 war oder der Grundangriff vor der Beschwörung, dann wären es, meinst du ja 2,4 oder 2,6? Ja, ich dachte 2,4. Also, ich meine 2,4. Er muss halt drüber hovern, dann würden wir uns genau sehen. Ja, das wird natürlich böse. Jetzt wird es einfach aufgedeckt. Ups, 200 Schaden. Das ist richtig frech. Und das Fiese ist, wir sehen den Raigeki auf der Hand. Ja, der kriegt ziemlich gut. Ja, Raigeki zerstört dann nur die gegnerischen Monster, die im Angriffsmodus sind. Nee, alle Monster. Alle? Mhm. Welche Karte waren das, die dann alle... Blitzsturm. Blitzsturm, eine der neuen Karten, die kann man auch benutzen. What? Er geht einfach in die Endphase? Wait, what? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Was? Naja, er hat ja gar keine Karte, die dann theoretisch sein Monster zerstören kann, oder? Doch, okay, der Drache kann es ja machen. Genau, der Drache kann ihn zerstören einfach. Ja. Und, eigentlich benutzt man Korallendrache zum Kartenziehen, weil wenn er weiter für eine Synchro benutzt wird, und er ist ja Empfänger, kann man eine Karte ziehen. Und das ist halt ziemlich stark. Aber jetzt gerade ist es einfach auch ein Beatstick und... Ja, ich weiß nicht, warum zerstört er die Karte nicht einfach? Ja. Das verstehe ich nicht. Sehr seltsam. Mhm. Vielleicht will Schattenspieler auch einfach ihm eine Chance lassen. Okay. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Dass er nicht direkt einfach sagen möchte, okay, hier, ich renn jetzt durch. Nein. Das kann nicht sein. Das schwarze Magiermädchen steht auf dem Spiel. Er wird immer countert. Stimmt. Gerade vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird. Und wieder gewendet. Genau. Also, Palosusch. Ich weiß nicht, hat er dann auch an einem Friedhof uns halt anstehen können? Und dann aktiviere ich eine wundervolle Zauberkarte, die ich vorhin aktiviert hatte. Und zwar. Ah, er hat die Wunderfusion nachgezogen.
Nicht was, schlecht. Was ist anders an der Wunderfusion als bei einer normalen Fusion? Man kann Monster vom Friedhof nutzen. Ah, okay. Und bei der normalen also Fusionsmaterial. Genau, genau. Okay. Normalerweise musst du halt eben von der Hand oder vom Feld. Mhm. Je nachdem, also es gibt ja super viele Fusionskarten. Beschwörung zum Beispiel ist eine der populäreren. Da kann man auch vom gegnerischen Friedhof was benutzen. Aber Wunderfusion ist natürlich die Fusion für Elementalen. Ja, und Absolute Zero, da weiß ich nicht, ob Schattenspieler da jetzt noch dran vorbeikommt, außer natürlich mit einem Zwangsübungsgerät. Ja, dann. Aber er ist halt auch gerade dabei, einfach nur zu topdecken. Ne? Er muss einfach jetzt Karten ziehen und wenn er nicht in Synchronbeschwörung gehen kann, dann hat er eigentlich verloren. So. Was ist die Zauberkarte, die Maurice da jetzt gerade hingelegt hat? Was macht die? War verboten? Nee. Die Forbidden. Also das ist der Verbot an Kelch. Meinst du den? Aber das ist ja von... Ja doch, genau, Verbot an Kelch. Im Prinzip, der gibt einem Monster 400 Angriff, dafür wird aber der Effekt negiert. Ja, okay. Also gut, um ein bisschen vielleicht über ein Monster drüber zu rennen, aber auch gut zum Effekt negieren. Gegen absoluter Nullpunkt bringt das aber nichts. Nein. Ja, das ist GG, oder? Ja, also, mal gucken. Das Spiel ist halt relativ langsam, dadurch, dass wir nicht so viel Kombos haben. Mhm. Und es kann auch alles passieren. Vielleicht wartet Maurice auch einfach nur darauf, dass er seine Combo-Pieces auf die Hand kriegt. Aber ich muss auch sagen, es fühlt sich viel angenehmer an, das zu schauen, als jetzt so ein Meta-Duell. Weil bei dem Meta-Duell, ich habe schon einige mitbekommen, so Karten ziehen, Karten ziehen, Karten ziehen, Karten ziehen, Karten abwerfen, Karten ziehen, Karten abwerfen. Oh. Die Wiedergeburt. Ja, also so. Und dabei ist der erste Zug noch nicht mal vorbei. Mm. Der hat gerade angefangen. Und das Gemeine ist ja auch gerade im Meta geht es darum, im ersten Zug ganz, ganz viele Negierungskarten aufs Feld zu legen, dass der Gegner einfach gar nicht spielen kann. Und da muss man irgendwie durch vier Negierungskarten durchspielen und hat dann irgendwie eine Karte übrig. Mm. Ist ja Quatsch. Ja. Also. Gerade ist es leider so. Dann gibt's auch eine Wiedergeburt. Ja, noch möchte er nichts machen, aus irgendeinem Grund. Vielleicht hat er auch einfach gerade nicht die Option. Ich glaube, er spart es. Ich glaube, irgendwas muss ja gemacht werden. Ja, eigentlich schon. Das wird er sonst nicht lange überstehen. Und das Ding ist eben, Chan zieht ja auch weiter Karten nach. Ja, und er hat noch Ageki, also. Und Blut des Mondes ist super, um auch zum Beispiel eine Synchro aufzuhalten. Einfach den Empfänger zudecken und dann kann er nicht Synchro beschwören. Na toll. Also, das sieht schon ziemlich gut aus für Chan. Ja. Also, wenn er den nächsten Angriff nicht verhindert. Okay, zwei hat er noch. Das Ding ist auch, er traut sich nicht, den Neus Elius zu beschwören. Das wäre dann immerhin 1900 Angriff, weil er denkt, er könnte ja auch ein reißender Tribut liegen, ne? Und jetzt ja, könnte er da auch. Jetzt liegt er da wirklich. sehr böse. Sehr, sehr böse. Eieieiei. Da hat er zu lange. Er hätte es schon entscheiden können. Ja, aber er zögert ja nicht zu Unrecht, ne? Mhm. Er hätte ja wirklich da liegen können. Genau. Muss echt vorsichtig sein. Oh, noch eins. Ach, krass. So viele reißende Tribute. Aber jetzt der Gegner, ja, genau. Ja. Ja, also beide spielen, glaube ich, zwei. Also. Jetzt beschwört er ihn. Das ist jetzt Risiko. Ah. Guck mal, ja, da kommt der Rest. Ja, er wusste es. Was soll man machen? Was soll man machen? Das ist sehr nett von dir gewesen. Er hätte einfach natürlich angreifen können und dann beschwören können, um zu gucken, so, liegt der jetzt wirklich ein oder nicht? Aber. Ja. Das war der risky Move. Der greedy Move. Noch eine Paleosusch-Falle. Und jetzt kommt die Wiedergeburt. Komm schon. Ich wusste gar nicht, dass beide die spielen. Das ist sehr interessant. Hilft natürlich, wenn beide, glaube ich, um die 10 Fallen spielen, dass man dann eben ein extra Monster kriegt, praktisch aufs Feld. Ich spiele tatsächlich keine. Du spielst keine Wiedergeburt? Doch, aber nicht die Paleosusch-Falle. Also mal gucken, ob das mir zum Nachteil wird. 2100? Ja. So, ab in die Battle Phase. Na? Kommt was? Damage Step? Hm? Nope. Eieieiei. Am Ende gewinnst du der Cyberdrache. Die sind sehr bang. Er hat noch Ageki. Das stimmt. Okay. Und er hat noch die Fallenkarte. Also. Doch nicht.
Ah, noch ein Nasal. Ah, ist okay, gar nicht schlecht. Ja, die. Ja, das ist auch. Oh, die Fallengarde ist auch richtig gut, aber. Da bin ich mal gleich gespannt, was du dann für Karten hast. Ja, also, ich habe das Gefühl, meins ist halt wirklich noch mehr Retro. Also, wahrscheinlich das Retro-Deck. Okay. Na, sehen wir gleich. Nein. Werden wir gleich sehen. Ja, ich sehe schon hier von Jan die Karten, die sind auch schon. Na. Einige kennt man. Oh. So bei den Fallenkarten, das ist bei mir also ein bisschen schwierig, aber. Was? Ja, Sticky Fingers rennt jetzt mit seinem Alias in den Cyberdrachen rein. Man denkt, oh, was soll das jetzt? Aha, ja, aber denke ich auch. Es geht ja darum, ne, um den Damage Step, wo eben nur ganz spezielle Karten aktiviert werden können. Und deswegen muss jetzt Schattenspieler handeln und den Alias entfernen. Also, ne, Sticky Fingers wollte jetzt natürlich den Lost Wind aktivieren. Mhm. Hier ist der entscheidende Knackpunkt des Duells. Ich würde dann gerne auch meinen Dino-Mischus unchainen. Ja, ich weiß. Ah. Ja. Also, Secret chaint jetzt sein, der nämlich das vom Friedhof, damit er ein Monster kriegt. Mhm. Also. Nicht schlecht. Jetzt komm. Das ist interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch alles möglich ist. Okay, krass. Er buckt jetzt einfach seins, weil. Der Nemichus muss eine offene Karte wegnehmen. Oder ein offenes Monster. Das ist so frech. Und jetzt kann er seinen Alias behalten. Das ist die Idee. Aber muss sie dann verdecken, oder wie? Der Buch verdeckt er das Monster und seine Falle löst sich jetzt sozusagen ins. Ja, doch nicht. Ha, guck. Interessant. Er hat gedacht, dass es so funktioniert, aber funktioniert es nicht. Was? Also, ja, was? Ja. Das Ding ist, es geht ja darum. Um die Aktivierungsbedingung. Und die war ja erfüllt. Ja, also Target One Face-Up Card. Dann wähle eine offene Karte auf dem Feld. Und das hat er gemacht, das waren halt die Kosten. Und da hilft das Buch des Mondes auch nicht mehr. Leider. Bisschen schade. Aber er hat immer noch den Lost Wind. Deswegen greift er jetzt immer nochmal an. Damage Step. Das ist halt wirklich. Also fair, dass man eine Karte abwerfen muss für die Paläozoisch-Falle. Also so hat er ja nämlich seinen Regik jetzt geworden. Aber jetzt kommt auch, eben auch möglicherweise eben Damage Step kann man eben Chalice aktivieren, weil es eben den Angriff verändert. Kriegt nochmal 400 dazu. Ja, und dadurch ist jetzt sein Dynuchus schwächer so und rennt jetzt rein. So knapp. Aber jetzt würde ich schon vielleicht einen Regik aktivieren. So, dann ist es vielleicht schon. Aber also es wäre jetzt Risiko zu sagen, ich beende. Okay, mach's trotzdem. Er riskiert es. Das Ding ist eben, wenn er 1000. Oh wow, Blitzeinschlag. Das ist genau das andere Rageki, wo dann alle Karten im Angriffmodus sind. Ich glaube sogar alle offenen. Ist alle offenen. Ja. Also auch offene Karten im Verteidigungsmodus. Genau. Der Blitzsturm wirkt es halt alle Karten im Angriffmodus. Oh Mann, ey. Oh, der Stratos Top Deck. Nicht schlecht. Ja, er könnte jetzt angreifen, aber also, dann kriegt er dann den Blitzsturm ab. Oder? Wenn er. Kommt er über 3. Ja, ich glaube, er kommt über 3, 3, 5. Weil das Ding ist, er beschwört den Stratos und holt sich einen Bubble Man. Den er spezial beschwören kann. Nein. Und das Krasse ist, er spielt ein Exceeds Monster, was seine Angriffs auf 4000 pusht. Das ist richtig böse. Oh Gott. Und Schattenspieler hat nichts, um das zu verhindern. Ja, also er hat entweder den oder den Klingenkämpfer, der halt zweimal angreifen kann. Jetzt kommt die Xyz Beschwörung. Das, genau. Wieder Rang 4. Oh nein! Ja. Ja. Late Armor Ninja. Zweimal 2200 ist natürlich. Das ist Game. Krass. Mhm. Also Xyz müssen mal über Synchro. Jetzt nur die Frage, ob Tributbeschwörung was ausrichten kann. Ja, gegen Synchro Xyz. Man darf nochmal angreifen. Genau. Ja, das ist der Effekt. Dass man ein Ninja-Monster wählen kann und der kann sich auch selbst wählen, also von daher. GG! GG, Glückwunsch, CK Phoenix. Sehr gut gespielt. Eine Runde weiter. Glückwunsch! Ein wichtiger Sieg. Ein wichtiger Sieg und dann würde ich sagen, tauschen wir kurz aus und sehen uns gleich in Runde 2.
Jetzt in der zweiten Runde Master Duel Schattenspieler versus Card Journalist. Hier an meiner Seite sitzt auch CK Phoenix, der die erste Runde gewonnen hat. Jetzt muss Michael zeigen, was er so drauf hatte. Der konnte ja schön backseaten. Beziehungsweise ihr habt es nicht mitbekommen, aber gesagt, oh, das und das wurde gemacht. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was für ein Deck er jetzt rausholen wird. Er hat ja gesehen, was ihr so spielt. Also, wir haben ja uns ja dafür entschieden, dass ihr ein bisschen Retro spielt. Halt ja, nicht diese krassen Try-Hard-Karten, diese Decks, wo ich sage, ey, zieh 20 Karten, leg 5 Karten und jeder Zug dauert irgendwie eine halbe Stunde, eine halbe Ewigkeit. Dafür haben wir uns dagegen entschieden. Du hast ja so ein Elementar-Deck gespielt mit Exis, so typisch Jaden, so GX-mäßig. Ja. So gemischt mit ein paar neueren Elementen. Ja, also es ist, denke ich, für die ganzen Oldschool-Leute vielleicht ganz cool, auch ein paar Karten zu sehen, die sie noch von früher kennen. Mhm. Und werden wir dann jetzt auf jeden Fall mal sehen, wie das bei den beiden so aussieht. Ja. Michael hat ja gesagt, der spielt so ein bisschen klassisch Beschwörung und so weit, oder? Was? Ja, also die Karten, die er benutzt, sind relativ alt. Also es bedeutet nicht, dass sie unbedingt schlechter sind, aber er hat eine Menge Flip-Monster. Die gab es ja schon zu Beginn von Yu-Gi-Oh! Ja, die orangenen Karten, die dann Effekte haben, wenn man... Das sind die Effektmonster und Flipmonster sind die, die man verdeckt spielt. Und wenn die dann aufgedeckt werden, dann haben die bestimmte Effekte. Ich glaube, er möchte halt diese verdeckten Monster nutzen, um dann halt stärkere Monster zu rufen. Das werden wir dann sehen. Aber also, Senior Schattenspieler startet auf jeden Fall ganz stark mit Cyberdrache und Rümpel-Synchronisierer. Kann hier sofort eine Synchro-8-Beschwörung machen. Und da er den Gerümpel-Synchronisierer als Empfänger benutzt, kann er da auch den Gerümpel-Zerstörer aufs Feld holen. Okay, ist ein Mac. Ja. und jetzt kann er eine Karte zerstören. Ja. Aber die Effekte werden trotzdem aktiviert, oder? Nee, wenn ein Monster durch einen Karteneffekt zerstört wird, während es verdeckt liegt, dann wird es nicht aufgedeckt. Okay, nur erst beim Angriff. Genau, nur beim Angriff. Oh, er hat jetzt eine Karte direkt aus der Hand gespielt. Ja, Ghost Ogre and Snow Rabbit. Wenn ein Monster-Effekt aktiviert wird, kann er die abwerfen und dann kann er das Monster, was den Effekt aktiviert hat, zerstören. Das heißt, sein Gerümpelzerstörer wird jetzt ebenfalls zerstört. Ah, okay. Das ist schon sehr. Jetzt kommt die Chain. Ja. Haben wir bei euch ja auch sehr oft gesehen, weil ihr auch sehr viele Fallenkarten gespielt habt. Ja, eine Menge. Hast ja auch gesagt, du liebst es halt, sehr viele Fallenkarten zu spielen. Ja. War auch vorhin so zu sehen, erste Runde, legst erstmal 4 Fallenkarten in die, okay. Ja, das habe ich da tatsächlich gemacht, weil man den Bubble Man beschwören kann, wenn man keine Karten auf der Hand hat. Deswegen habe ich einfach alles verdeckt gespielt und dann. Okay. Das ist praktisch. Raigeki wieder. Ja. Raigeki ist tatsächlich nur einmal erlaubt, aber trotzdem ist die Karte scheinbar bei uns relativ häufig zu sehen. Also. Ja, komisch. Oh, die Züge gehen jetzt gerade richtig schnell. Ja, ich glaube, beide können nicht so viel machen, weil Michael kann auf jeden Fall gerade kein Monster beschwören. Und die Phase ist vorbei. Das geht echt schnell. Es geht richtig. Also im Vergleich zu dem vorherigen Match bei euch, wo ihr die ganze Zeit was zu tun hattet. Ja, ich glaube, sie können gerade nicht viel machen. Ich glaube, Michael könnte gerade seinen Chaos-Hexer beschwören, aber er bewahrt den sich halt für später auf. Weil das eine sehr mächtige Karte ist. Vielleicht möchte er sie jetzt gerade noch nicht verpulvern. Mhm. Maurice kann hier nicht viel machen. Es ist gerade nur rumziehen. Ja. Jetzt? Ich denke, die wird er verdeckt spielen. Okay. Und wenn die aufgedeckt wird, dann kann er noch eine zweite davon beschwören. Und dann hat er auf jeden Fall den Vorteil. Ja. Hey, du hast 3. Ich spiele noch eine 5. Karte verdeckt. Ja, also. Wie soll ich das machen? Also das wird jetzt schwer sein, durch diese 5 Karten durchzukommen. Er hat jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Er kann jetzt seine Spionen aufflippen. Dann bekommt er noch eine zweite, vorausgesetzt, es wird keine Fallenkarte dagegen aktiviert. Er macht es tatsächlich, er flippt sie. Alle leuchten auf übrigens. Das Problem ist. Und dann könnte er theoretisch eine von den beiden opfern für einen der beiden Monarchen, die er auf der Hand hat. Also den Feuer- oder den Finsternis-Monarchen. Mhm. Der Maurice meinte auch schon vorhin, ich weiß nicht, ob es ein Bluff war, aber er meinte, all seine Fallenkarten leuchten auf. Den ich nicht habe? Ja. Weiß ich nicht. Kann er alle aktivieren. Hat ihr auch von gesehen, er hat auch so eine Art Pro-Gamer-Move eingesetzt, meinte Michael, dass diese Notifications, dass man was machen kann, ausgestellt werden. Hast du das bei dir auch gemacht? Nee, das hatte ich nicht gemacht. Okay. Also,
Das macht man halt, damit der Gegner nicht weiß, dass man gerade reagieren kann mit einer Fallenkarte, aber mir war das in dem Moment egal. Ja, okay. Okay, er macht tatsächlich keine Tributbeschwörung. Er greift erstmal an und jetzt möchte er sein Monster opfern für Testalos, den Feuersturmmonarchen. Und dafür braucht er nur einen Ja, das ist ein Stufe 6 Monster, dafür braucht er nur einen Monster. Ja. Und er darf jetzt eine Karte von der gegnerischen Hand abwerfen, tatsächlich. Oh. Und wenn es ein Monster ist, verliert er 100 Lebenspunkte pro Stufe. Er hatte nur drei. Er hatte nur Monsterkarten, glaube ich, gehabt. Genau, er hatte nur Monsterkarten. Jetzt das Stufe 1 Monster abgeworfen, hat er 100 Schaden genommen. Ja. Ja, noch eine Fallenkarte. Er hat jetzt hier einige Optionen bei seinen Fallenkarten, aber Monster kann er gerade nicht wirklich beschwören. Wie kommt das? Meinst du jetzt einfach, Schattenspieler hat einfach schlecht gezogen? Ich würde sagen, es ist sehr unvorteilhaft, weil ich glaube, dass er so 10, 11 Fallenkarten vielleicht im Deck hat und davon jetzt irgendwie 6 oder 7 zu ziehen, ist natürlich sehr unvorteilhaft. Aber ja, sehr unglücklich. Ja. Weil es bei dir komplett anders aussah, weil ich würde ja, kann ja auch sein, dass jetzt irgendwie das Deck von Michael halt dann einfach ein guter Counter ist. Nee, also die nehmen sich gerade tatsächlich beide nichts. Also ich glaube, beide können einfach nicht so viel machen. Also ich glaube tatsächlich, Maurice kann nur verdeckt spielen und Michael wartet ein bisschen ab, weil er halt nicht in die 5 Fallen blind reinrennen will. Ja, würde ich auch nicht machen. Also 5 Fallenkarten, wenn ich die da sehe, habe ich auch keine Lust drauf. Ja, genau. Und deswegen wartet er, denke ich, ein bisschen ab, aber das gehört halt auch zu Yu-Gi-Oh! Dazu, ne? Manchmal zieht man eben nicht die richtigen Karten, die man braucht. Klar. Ja, ist bei allen Trading Card Games so, das gehört halt einfach dazu. Ja. Jetzt hör auf damit. Ja, Michael hat auch massiv Fallenkarten. Ja. Aber er macht nichts. Er macht nichts. Mann. Er aktiviert nichts. Ich glaube, er kann doch, oder? Er kann. Ich denke, aus seiner Perspektive denkt er sich jetzt, das sind nur 1200 Schaden, da will ich jetzt nichts für verschwenden. Mhm. Also er spart sich die auf, falls jetzt ein dicker Brommer genau. Kracher kommt, den er dann einfach direkt aufhalten kann. Ja, genau. Für einen Counter. Okay, das ist aber sehr risky. Ja, sollte man nicht zu oft machen, ne? Also sollte man vielleicht ein, zwei Mal machen, aber ansonsten, wenn du zu viele Punkte verlierst, dann denkst du dir, hätte ich das mal früher gemacht. Genau. Aber jetzt geht er hier tatsächlich in die Offensive. Beschwört seinen Schnellzieh-Synchron und noch seinen Psi-Radraser. Er hat immer 1600, also könnte er über das Monster von Michael drüber kommen. Mhm. Ich glaube, er schaut gerade, ob er eine Synchro-Beschwörung machen kann, aber ich glaube, er hat kein Stufe 8 Synchro-Monster mehr. Er hatte nur den Gerümpelzerstörer und der ist schon weg. Ah, und er aktiviert bodenlose Fallgrube. Ah. Hallo, ja. Er kann seinen paläozoischen Dinomischus vom Friedhof beschwören. Immer wenn eine Fallenkarte aktiviert wird, kann man den vom Friedhof als Monster beschwören. Das war ja gerade bei unserem Duell auch so. Mhm, ja. Und jetzt hat er tatsächlich Optionen. Mit Stufe 5 und Stufe 2 kann er an Stufe 7 Synchro-Monster beschwören. Und da hat er tatsächlich welche. Ich glaube, er ist jetzt gerade am Überlegen, was er zuerst machen soll. No way. Da. Ah, gespannt. Das Interessante ist ja, Michael hat ja auch Rageki passend in der Hand. Das heißt, ja, egal was jetzt passiert. Oh, und Ring der Zerstörung hat er. Ich bin ja hier, der okay. Jetzt hat er seinen 700 Angriffspunkte Schnellzieh-Synchron noch. Kann keine Synchro-Beschwörung machen. Willst du ihn behalten? Ich weiß, hab keine Ahnung. Also Michael entscheidet sich hier anzugreifen. Er könnte auch seine Spionen opfern für den Kaius, den Schattenmonarchen. Mhm. Und der kann eine Karte des Gegners verbannen. Das heißt, er könnte eine der Fallenkarten zumindest loswerden. Aber er hat hier scheinbar Angst, in eine Falle zu tappen. Aber irgendwann muss er was machen. Also
Ja, schon mal die 18. Runde. Ich weiß gar nicht, wie lange bei euch die Duelle ging. Ich glaube, bei 18 war Schluss, oder? Ich meine, wir hatten 24 Runden. Ja, okay. Aber da ist ein bisschen mehr passiert, glaube ich. Ja, ja, da ist auch viel mehr passiert. Hier waren so einige Runden, wo einfach nur Karten gezogen wurden. Ja. Ja, es sind sehr viele verdeckte Karten. Ich glaube, beide wissen gerade nicht so ganz, was sie tun sollen. Emergency Teleport. Ja, damit kann er ein Psi-Monster vom Deck beschwören. Okay. Das ist tatsächlich eine starke Karte. Vor allem kann er jetzt mit seiner Spionin auch nochmal ein Monster vom Deck beschwören. Also, er müsste jetzt einige Optionen haben. Und an seiner Stelle würde ich jetzt vielleicht mal versuchen, ein bisschen mehr in die Offensive zu gehen, weil er hat jetzt viele Optionen. Damit schon. Raigeki. Raigeki auf ein Quick-Draw-Synchro. War Raigeki auf ein Monster? Ja, frage ich mich auch gerade. Ob sich das so lohnt? Boah, das finde ich aber auch. Das fühlt sich ein bisschen verschwendet an. Ja, also ich hätte mir Raigeki entweder dafür gespart, wenn es gar nicht mehr anders geht, oder wenn er zumindest zwei Monster hat. Oder irgendein starkes, was man sonst nicht los wird. Ja. Okay, was die Shrimp-Klaue da, oder was? Paläozoischer Kanadier, damit kann er ein Monster verdecken. Okay. Und da er jetzt eine Fallenkarte aktiviert hat, kann er wieder den Paleo vom Friedhof beschwören. Also diese Paleozoisch-Karten haben alle diesen Effekt quasi. Das sind Fallenkarten, aber wenn sie im Friedhof liegen und eine Fallenkarte aktiviert wird, kann man sie als Monster beschwören mit 1200 Punkten. Okay. Das hatte ich bei du und Maurice hatte die auch so eine Karte, aber die sah ein bisschen anders aus. Also. Ja, es gibt davon mehrere. Also es gibt davon so drei, die man hauptsächlich spielt. Und bei uns war es der paläozoische Dinomischus. Er hat jetzt paläozoischer Kanadier. Okay. 1200, 1200. Das heißt, beide Karten würden sich gegenseitig besiegen. Theoretisch ja. Wenn nichts, ja. Ja. Keiner aktiviert was. Das finde ich auch hier interessant bei Yu-Gi-Oh!, dass es eine zweite Main-Phase gibt, dass nach dem Angriff dann noch was gemacht werden kann. Ja, vor allem gibt es dadurch halt die Möglichkeit, erstmal quasi sich abzutasten, erstmal in die Battle-Phase zu gehen. Wenn der Gegner dann was aktiviert, irgendeine Fallenkarte oder so, dann kannst du in der Main-Phase 2 nochmal sagen, okay, jetzt versuche ich nochmal das Beste draus zu machen. In Duel Links zum Beispiel gibt es das ja nicht. Da gibt es keine zweite Main-Phase. Ah, das ist nach dem Angriff dann hier der Gegner dann dran. Ja, das ist dann einer der Unterschiede. Ich hab keins. Er hat keine Agenten mehr, oder? Achso, das ist hat er nicht mehr. Ja. Ich würde sagen, Hit, wann spielst du das? Komm, das ist doch echt nicht mehr witzig hier. Da machen wir weiter den Menü. Ach, da ist es ja. Ja, genau. Ah, alles klar. Ja, gut. Wir haben Paleo, puh. Aber die kann man auch opfern, oder? Die Beschwörung? Ja, die kann man auch opfern. Okay. Die sind auch von Monster-Effekten unberührt. Also das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel einen Monster-Effekt hätte, der die zerstören würde, dann wären sie tatsächlich nicht zerstört. Also haben noch so einen kleinen Schutzeffekt. Oh, jetzt bin ich am Drucker, würde ich sagen. Noch nicht. Wie? Kann nicht. Also er könnte jetzt hier noch seinen Notfallteleport aktivieren und damit noch ein Psi-Monster beschwören. Ich weiß jetzt nicht, welcher er im Deck hat. Macht er jetzt auch. Okay, er hat noch einen Krebons. Ah, und den hat er tatsächlich auf der Hand, also muss er eine Karte von der Hand beschwören. Ach, nicht aus dem Deck? Ja, das ist ein bisschen verschwendet, weil aus dem Deck ist natürlich besser, weil du dann halt ne quasi die Karte auf der Hand behältst. Mhm. Ja, das ist auch ein bisschen. Aber er hatte keinen mehr im Deck, leider. Ja. Ja gut, er muss ja irgendwie seine Lebenspunkte schützen, aber er hätte jetzt auch ein bisschen risky spielen können und sagen, ja, ey, komm, diese 1200, die nehme ich auch. Ja. Vor allem, okay. Ah, jetzt, okay, ja gut. Jetzt macht er endlich mal eine Tributbeschwörung. Ich finde, er hat ein bisschen lange damit gewartet, aber vielleicht wollte er erstmal warten, dass Maurice wirklich keine gefährlichen Fallenkarten mehr hat. Jetzt kann er auf jeden Fall eine Karte verbannen. Nein, mach das nicht. Ja. Ich hab's gerade noch gesagt, die sind von Monster-Effekten unberührt. Das bedeutet, er hat den jetzt ausgewählt, er kann sich leider nicht mehr umentscheiden.
Aber dass dieses Spiel als auch zulässt, dass man das als Option hat. Ja, das ist halt richtig dumm, ey. Du musst jederzeit alle Effekte wissen, du musst immer alles genau durchlesen und er hat das jetzt hier scheinbar verpennt. Ja. Ja, das Ding. Also er hätte jetzt eine der Fallenkarten einfach zerstören können, oder? Genau, ja. Aber. Deswegen naja. Natürlich. Vor allem würde mir in der Situation auch die Fallenkarten würden mir deutlich mehr Sorgen bereiten als Monster mit 1200 Angriff. Ja, vor allem, weil du weißt, diese Karte kann halt nur 1200 Angriff. Also genau, ja. Ist ja kein Spezial oder so. Ja, aber das ist jetzt auch schon ein langes Duell. Vielleicht, bei so vielen Fallenkarten ist man vielleicht auch ein bisschen durcheinander. Ja, das glaube ich auch. Hier kommt jetzt ein Comeback. Er kann auf jeden Fall eine Synchro-Beschwörung machen. Die natürlich so gut sein. Okay, beschwört wieder den er auch gegen mich beschworen hat, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber bei dem war es ja so, dass er, wenn er eine Karte abwirft, dann auch eine Karte von Gegner zerstören kann, oder? Nee, das war der Korallendrache. Ah, das war der Drache. Okay. Ja, der kann, glaube ich, falls er zerstört wird, ein Monster vom Friedhof zurückholen. Mm. Okay, und er greift hier auch an. Okay, eine Zauberkarte für. Ja. Waffen. Ah, Zwangsevakuierungsgerät. Okay, damit gibt er die zurück ins Extra-Deck. Ja, dafür. Da jetzt eine Fallenkarte aktiviert wurde, holt er sich sein paläozoischen Dynamischus zurück. Na gut, sind trotzdem zwei Monster, ne? Ja. Ja, gut. Dann wieder zurück in die Hand. 2400. Ist halt auch Schaden, ne? Ja. Das ist knapp, das ist super knapp bei denen. Ja, also vor allem passiert in einem Zug jetzt auch gefühlt nicht so viel. Also beide haben immer noch irgendwas, um den Gegner auszukontern, weil sie sich halt sehr viele verdeckte Karten angesammelt haben zunächst mal. Und jetzt beschwört er hier endlich seinen Chaos-Hexer. Ich hoffe, ihm ist bewusst, dass er diese beiden Fallenkarten nicht mit einem Monster-Effekt loswerden kann. Er macht's trotzdem. Er macht's trotzdem. Es wird nichts bringen, aber... Ja, ey. Ja. Ja, aber trotzdem, es ist halt nur, es ging's um Machen. Ja. Also er konnte nichts machen, ihm ist es auch bewusst gewesen. Ja. Und wieder ein aber er hat einfach die Option genutzt. Die sind viel zu stark für das Format. Ja. Das Problem ist, nicht angreifen? Komm nicht mal. Ja, da er den Effekt von Chaos Hexer benutzt hat. Ah nein, ich dachte, der kommt automatisch. Nee, den hat er aktiviert. Also er kann quasi bei Chaos Hexer aussuchen, möchte ich jetzt ein Monster des Gegners verbannen oder möchte ich angreifen. Er hat sich dafür entschieden, den Effekt zu benutzen, nein. Der nichts gebracht hat. Nein. Und kann deswegen nicht angreifen. Also, das ist schon bitter. Ah. Aber hoffen wir mal, dass ihm der Fehler jetzt nicht nochmal passieren wird. Jetzt greift er an. Ja. Hier die ganze Zeit, wie die. Fallenkarte? Keine. Nee, ja. Schon längst auf dem Weg. Ich weiß nicht, was da liegt. Ich bin total. Ja. Okay, unbekanntes Synchron. Ich weiß jetzt nicht, ob er in Stufe 3 Synchro-Monster hat. Den kann er jetzt auf jeden Fall beschwören. Das ist ein Empfänger. Das bedeutet, eine Synchro-Beschwörung wäre damit möglich. Hm. Ja. Oh, was macht die Autobahn? Ich glaube, er kann den Opfern und einen anderen Empfänger beschwören. Dann eventuell mit einer höheren Stufe. Mhm. Dann hat er etwas bessere Optionen. Er überlegt gerade, welchen er nehmen soll. Okay, er entscheidet sich für Gerümpel-Synchronisierer. Dann hat er, denke ich, Gerümpelkrieger. Ah nein, er entscheidet sich für Christron Armetrix. Gibt es einen besonderen Grund, weshalb er die Karte da oben rechts hingepackt hat und nicht auf das normale Feld? Also
Bei Synchros ist es ja egal, oder? Ja, bei Synchros ist es theoretisch egal. Also, ich würde es nicht machen, wenn man mit Link-Monstern spielt, weil die eben genau dorthin beschworen werden müssen. Mhm. Ja. Wir sehen hier gerade, er aktiviert reißendes Attribut. Also beide Monster werden zerstört. Aber da jetzt beide keine Link-Monster haben, ist es eigentlich egal, wo man die hinspielt. Und ich denke, man spielt sie dann einfach da oben in die Zone, damit die fünf unteren frei sind für andere Sachen. Okay. Wow, okay. Ja, Michael hat ja noch ein paar Monster. Ist nicht so angewiesen auf den nächsten Zug wie Maurice. Ja, definitiv. Also vor allem opfert er jetzt hier seinen Sonnenwindjammer für Kaius. Den hat er sich sehr lange aufgespart. Und jetzt kann er eine Fallenkarte vernichten. Ja, das sollte er jetzt auch tun. Aber da liegt noch die Autobahn. Was macht die nochmal? Er kann ein Monster opfern, um ein anderes zu beschwören. Reißender Tribut. Ey, das kann nicht sein, oder? Aber die andere Fallenkarte wird trotzdem zerstört. Was auch immer das... ich glaube, es war verbotener Kelch. Ja. Okay, er hat keine Fallenkarten mehr. Nichts mehr auf dem Feld. Also der nächste Zug ist für Maurice sehr wichtig. Jetzt kommt es drauf an, was er zieht. Ja, es ist... Ah, ein Monster mit 1600. Er wird es jetzt wahrscheinlich beschwören und angreifen. Ja, Schadensbegrenzung. Ja, aber wir sehen... er hat dann noch eine Fallenkarte. Ja, er hat noch eine Fallenkarte. Und vor allem, wir haben auch vorhin gesehen, er hatte den Cyberdrachen noch auf der Hand, den er gleich einfach beschwören kann. Ja. Ja, ich habe ja auch keine Karten mehr. Toller Plan. Wenn der Gegner ein Monster kontrolliert und man selbst nicht, dann kann man Cyberdrache spezial beschwören. Und ich denke, an diesem Punkt ist das Duell dann fast schon entschieden. Interessantes Deck, was Michael spielt. Sehr viele Effekte. Ja, definitiv. Vor allem jetzt, wo seine Tributbeschwörung dann auch durchkommt, sieht man, dass er... Oh, dann kann er die Karte auch so zerstören mit dem Effekt, ne? Ja, und jetzt kann er, der kann sogar noch angreifen. Ja. Was macht er jetzt noch? Er legt nochmal. Ah ja, okay, einfach nur eine Karte legen. Ja, also jetzt ist wirklich alles oder nichts für Maurice. Mhm. Stachelschraubenigel, das wird ihm nicht helfen. Ja, er lebt vielleicht für eine weitere Runde, ja, wenn jetzt kein Monster kommt. Ah, das ist ein Monster, aber ich glaube, das kann er nicht beschwören. Das kann er nicht beschwören, oder? Fünf Sterne. Nee. Ja, tatsächlich muss er jetzt hier angreifen. Stachelschraubenigel. Hat er sich noch einen Zug gerettet? Stachelschraubenigel kann sogar sich vom Friedhof beschwören, falls man einen Empfänger hat, aber er hat jetzt hier kein Empfängermonster gezogen. Also. Naja. Okay, jetzt geht's einfach nur darum, dass Michael noch ein Monster zieht, das er legen kann. Jetzt. Ah, jetzt opfert er den einfach für den anderen. Der würde sogar gehen. Und kann dann die andere Karte zerstören wahrscheinlich. Genau, ne? Und dann kann er noch angreifen und dann wär's das. Oh no. Schwierig, die Situation jetzt gerade. Schwierig ist nett ausgedrückt. RGG. Ja, oh, hab ich den Kopf gespielt. Das hat viel zu lange gedauert. Oh Mann, ey. Glückwunsch, Michael. So, dann kommen wir gleich zum Finale. CK Phoenix versus Card Journalist. Das könnte richtig spannend werden. Maurice, komm hoch, komm. Sei nicht wahr, wir kommen gleich. Komm. Bis gleich. Willkommen zurück zum großen Finale der Sendung heute hier auf Rocket Beans TV zum Master Duel. Wir haben Jan, ne? Bist du bereit? CK Phoenix gegen Michael, Card Journalist. Ihr spielt um diese kleine Statue bzw. diese Karte, die hier zwischen euch steht. Das ist eine Geburtstagskarte von Speed Duel. Von Duel Links. Duel Links, sorry, von Duel Links, 5 Jahre Jubiläum. Könnt ihr hier in der Bauchbinde nochmal euch anschauen und euch fresher Items holen zu dem Spiel, falls ihr meint, ey, ja, macht mir immer noch viel Spaß und ich spiele es gerne unterwegs. Kann man natürlich auch auf dem PC spielen, da seht ihr es, rbtv.to/duel. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Maurice, du jetzt heute endlich mal an meiner Seite. Ja. Ja, schauen wir mal, wie die Jungs sich anstellen. Und welches Deck heute, prevalent wird. Welches wird denn dominieren? Ihr könnt loslegen. Sehen wir da schon was? Gleich mal gucken. Ja, da starten die mal. Legen wir schon los. Und hier müssen wir mal gucken, wer anfängt. Man muss dazu sagen, dass jetzt zum Beispiel Card Journalist primär halt immer 2 Monster braucht. Ein Monster zum Opfern und ein Monster zum Beschwören. Mhm. Und auf der anderen Seite halt sehen wir halt, dass theoretisch auch ein Monster reicht, um halt spielen zu können. Ja. So, mal gucken, was er macht. Ja. Er fängt an mit dem Fisch.
Glaubst du, es gibt schon einen Vorteil, nur weil du anfängst? Ganz genau. Jein. Die Ironie an der Sache ist, Card Journalist möchte hier als zweites gehen. Ah. Also okay. Sein Deck ist besser im Vorteil, wenn er nicht anfängt. So wie es jetzt gerade macht. Genau. Also perfekte Voraussetzung für ihn. Mhm. Der Vorteil ist natürlich aber auch, dass hier CK Phoenix auch ruhig first gehen möchte. Also ist kein Nachteil jetzt für ihn. Ja. Man sieht, er hat. Muss ich sagen, eine gute Hand. Ja, das ist eine gute Hand. Und die Karte haben wir jetzt schon sehr, sehr oft gesehen. Die war ja bei euch beiden, bei euch allen dreien da. Ja, also das ist halt eine sehr, sehr starke Karte. Und er ruft sogar noch. Oh, er spielt einfach alles aus. Ja. Ist einfach all out. Okay, interessant. Was will er jetzt rufen? Das ist jetzt hier interessant. Okay, den Ninja, den haben wir vorhin gesehen. Der kann doppelt angreifen. Ja, was sehr mächtig ist halt, um Züge zu beenden. Mhm. So, mal gucken. Er überlegt noch. Ah, okay. Er ruft jetzt mal ein Defense-Monster. Die sagt einmal pro Spielzug, wenn du dran bist, kannst du ein Monster des Gegners wählen und verdeckt setzen. Okay. Also einfach zudecken. Mhm. Und zusätzlich kann er nicht durch Kampf zerstört werden, indem ein Material abhängt. Mhm. Für Leute, die nicht wissen, ein Exceed sieht man hier auch gut auf dem Bildschirm. Da steht eine 2. Also man sieht das ja oben. Einmal eine 2 und 4. 4 ist der Rang. Und 2 ist das, wie viele Materialien hier dran. Ah, okay. Genau. Ja, jetzt sieht ja schon Rageki. Oh, das ist natürlich... Das ist halt, okay, das ist natürlich jetzt der Hard-Counter dagegen. Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Ah, okay, verstehe schon. Der Cyberdrache ist auch ganz gut, für zwei, wenn man als Zweiter dran ist, weil genau. Meistens hat man keine Monster auf dem Feld und der Gegner hat schon eine. Genau, und deswegen, genauso macht das dann halt auch. Ja, okay. Deswegen will er auch halt eben als Zweites gehen, weil er eben Cyberdrache spielt. So, wollen wir mal gucken hier. Er überlegt hier, er rechnet hier, glaube ich, durch, was seine Optionen sind. Ah. Geht auf die. Er geht. Er spielt keine Karte? Er spielt defensiv. Okay. Er hat natürlich Angst, hier sind 3 verdeckte Zauber- und Feinkarten. Er weiß nicht, was da ist. Er möchte irgendwie eine rausholen. Würde ich gerne im Damage-Set etwas aktivieren. Oh, er verstärkt dadurch die Karte, ne? Genau. Und damit ist er stärker. Und verliert dann sein Monster. Genau. Er sieht schon. Michael lacht da. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Aber die ist nur temporär stärker geworden, die Karte. Genau. Nur für den Zug. Ja. Korrekt, ja. So, jetzt wollen wir mal gucken. Also, man sieht hier, Michael. Alter. Sehr strategisch an der Sache. Er hat seine Karten erstmal lieber zurückgehalten, anstatt sie direkt zu aktivieren. Kann ich ungefähr denken, was da gerade liegt. So. Er überlegt jetzt, wie wollen wir hier weiterspielen? Deswegen würde ich einfach. Oh, geht offensiv. Ja, er wird leider gleich ein Problem auf ihn zukommen. Denn die Karte hat 2000 Verteidigung. Natürlich. Kommt der Effekt, darf er sich wieder ein Grabwächter aus dem Deck spezial beschwören. Kennst du noch Grabwächter? Das ist doch das Marek-Deck. Nee, warte. Nee, ich glaube, das hat das Odi, ne? Odi? Nicht Odi. Sein Kumpel war das mit den Grabwächtern. Ein Diener, glaube ich. Ja, okay, Diener. Ja, ich glaube, der war. Der ja. Aber ja, ist ein sehr, 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 sehr altes Deckthema. Ja. Auch sehr lange. Ich kann mich daran erinnern, bei Duel Links, da gab es auch ein Grabwächter-Deck, oder? Der meiste von ja, als definitiv. Als wir in Paris waren, da gab es ja auch, als dann hier Ra gespielt wurde, das war ein Grabwächter-Deck. Ja, also Grabwächter gibt es auch in Duel Links. Sehr gut. Lustigerweise gibt es die Karte, die jetzt Michael hier ausgespielt hat, nicht in Duel Links. Weil es Grabwächter Spion, die ist halt sehr, sehr mächtig. Ne? Es hat halt 2000 Verteidigung, ist eine extreme gute Verteidigung. Man sieht hier schon, Sieger Phoenix hat Probleme, da irgendwie durchzukommen. Und zusätzlich beschwört sie einen halt aus dem Deck. Also eine sehr gute Karte. Was soll ich sonst machen? Was willst du machen? Und jetzt sieht hier einen Notfall-Teleporter. Ich würde mal sagen. Ja? Der Michael zieht da gerade recht gute Karten und hat auch gute Karten in der Hand. So als Laie gesehen. Er hat einen Rageki, er hat einen Monster-Wiedergeburt, er hat die Notteleportation. Er hat halt Angst hier trotzdem. Er spielt sehr defensiv. Ja, bei 4 Fallenkarten würde es mich nicht wundern. Definitiv. So, wir sehen hier. Aber trotzdem recht gute Karten. Er überlegt gerade. Auf Stufe, er überlegt hier Synchro-Beschwörung, weil und der Kibons, der hier unten links in der Hand ist, das ist ein Empfängermonster. Und Empfängermonster braucht man halt, um eine Synchro-Beschwörung durchzuführen. Aber er entscheidet sich hier wieder abzugeben, was halt sehr strategisch ist. Er ist nicht in der Position, hier irgendwie Druck aufbauen zu müssen. Er hat eine gute Verteidigung. Er sagt einfach, komm du mal vorbei. Eine Zauberkarte.
eiliger Loot. So, jetzt sucht er sich eine neue Elementarheldkarte. Und das könnte jetzt sehr, sehr elementar werden. Ja, ich verstehe. Jetzt würde wahrscheinlich Exis, ne? Nein, kann er auch. Aber man muss bedenken, dass Elemental Stratos einen Zweiteffekt hat. Aha. Eigentlich sucht man sich immer eine Karte. Ja. Aber sie kann auch Zauber- und Fallenkarten zerstören. Ach, sie hat sogar drei Optionen, wie ich sehe. Genau. Ja. Und er wählt jetzt hier aus, die Zauber- und Fallenkarten zerstören, weil so forst er halt den Gegner, die Karten zu aktivieren. Mhm. Weil jetzt will er halt eine Karte zerstören. Wenn ich das dann tue, also gerne. Ich hoffe einfach. Aber der hat noch eine Spezialfusionskarte, also kann er die noch fusionieren? Ja, kann er auch, wenn er will. Aber auch hier natürlich, er spielt defensiver, um halt nicht alle Ressourcen rauszuholen. Mhm. So. Das ist halt der Vorteil der beiden Decks, sowohl von Michael als auch halt eben von Can, dass die halt einfach auch ohne ihre Bossmonster zu rufen spielen können. Sieht man ja. Nein, Mann! Oh, große Fallgrube, perfekt! Warte mal, aber du hast noch. Du könntest definitiv noch reißender Trieb. Hier wird spekuliert, was hier verdeckt liegt. Ich würde einfach mal sagen. Oh, okay. Hat ihr vorhin schon gesehen? Ja, jetzt geht er in den Ninja. Herren Stratos. Der kann natürlich jetzt beide Monster vernichten. Genau, richtig. Gegenrüstungsninja. Und das ist halt auch sein Ziel. Man sieht hier, er selber hat genug reißende Tribute verdeckt. Ja. So, Effekt. Effekt aktiviert. Ein Abhängen und jetzt darf er gleich zweimal angreifen. Wenn ich einiges Material abhänge. So. Die Frage, was ist die letzte Karte? Also eigentlich müssten wir sie kennen, aber ich habe gerade nicht auf dem Schirm, welche da verdeckt lag. Mhm. Weißt du das gerade? Nee, ich weiß gerade auch nicht. Das ist sowas von Spiegelkraft. Und? So. Das ist Angriff. Von Spiegelkraft. Oder Ring der Zerstörung. Spiegelkraft noch drin? Gibt's die noch? Die gibt's noch. Die ist auch ziemlich stark. Ja, okay. Hat keiner von euch gespielt, ne? Keiner bisher gezogen. Ach ja, hat die sogar drin? Okay. Hat mich schon gewundert. Bei Spiegelkraft war es halt so, alle Monster im Angriffsmodus werden zerstört, ne? Okay. Das hatte ich eben gerade verwechselt bei Rageki, da meinte ich auch so. Nee, Rageki zerstört einfach alle, ja. Monster. Alle gegnerischen, ja. Jetzt übrigens im TCG auf 3 gekommen. Ja. Also die Verwurzelte, du darfst ja ab sofort wieder dreimal spielen. Oh. What? Ja. Alter. So. Ich glaube, jetzt wird der Rageki kommen. Und ich muss sogar sagen, dass Can hier in einer deutlich besseren Position gerade ist. Mhm. Tja, Beschwörung. Okay. Ist interessant, wie er hier spielt. Er versucht weiter, die verdeckten Karten hier irgendwie rauszuholen. Na, aktiviert er schon? Nee. Okay, jetzt kommt der Effekt. Der Verband natürlich dem anderen. Weil der könnte ja theoretisch sein Monster verdeckt setzen. Dann hat er noch 2000 Defense. Und, ja. Negated Effect. Hier kommt Lost Wind, der Effekt wird negiert. Und er verliert die Hälfte der Angriffspunkte. Was halt sehr ärgerlich ist. Ja, Gott, oh Gott. Ich glaube, Chaos Hexer ist einfach. Es ist einfach nicht sein Tag. Es gibt halt diverse Möglichkeiten, die er hat. Er könnte halt theoretisch Rageki machen, er könnte Kribons beschwören, um in ein Synchro zu gehen. Bleiben auch andere. Er macht Rageki. Ah. Was? Ja. Hey, das ist viel zu stark. Ja, keine Ahnung. Ich mach die Regeln nicht, okay? Die würde sich beschwert, okay? Ja, ich sehe schon. Was ist das denn hier? Er hat doch selber Rageki. Also, noch nicht gezogen, aber... Okay, so. Die Karte ist natürlich stark, aber er kann sich einmal beschützen. Leider das eine Monster. Okay. Das heißt, der bleibt da. Jetzt die Frage. Er geht? Nee. Er überlegt, ne? So? Überlegt, aber er kann ja... Er weiß noch nicht so ganz, was er machen soll. Okay, er gibt ab. Er hätte theoretisch eine Möglichkeit, was zu machen, aber er entscheidet sich hier erstmal abzugeben. Ah, der kommt gut. Aber bevor ich das mache, du hast 100% Reisen. Hier ist wieder Angst vor gegnerischen Karten. Das sind übrigens so kleine Kniffe, so im Sinne von Strategie. Also natürlich könnte jetzt hier Seeker Phoenix deutlich mehr machen, aber er will halt die verdeckten Karten, dass die aktiviert werden, deswegen macht er erstmal nichts, weil jetzt hat er ja noch seine gute Karte, die er gerade gezogen hat, in der Hand behalten und kann sie jetzt, nachdem die Falle aktiviert wurde, eben ausspielen. Ja. So. Oder er überlegt sich, die andere zu aktivieren. Überlegt? Nee, er beschuldigt. Elementarheld. So. Weil es hätte auch sein können, dass ja Michael ein reißendes Tribut hat, dann wären ja beide Monster verloren gegangen. Jetzt musste er, wenn da jetzt noch reißendes Tribut liegen würde, zwei Karten benutzen, um zwei Monster zu beseitigen. Sonst hätte er ja nur eine gebraucht. Mhm. So. Ring der Zerstörung. Das ist eine gute Karte.
Also der, was ist der Effekt? Von Ring der Zerstörung? Nee, nee, von seinem Monster, aktiven Monster gerade. Der Effekt ist annulliert, von daher bringt ihn das leider nichts. Aber theoretisch könnte er ein offenes Monster wählen und verbannen. Dafür darf er aber nicht mehr angreifen. Ja. So. Er überlegt, überlegt. Wie oute ich das hier? Das Problem ist, Lost Winds ist so eine mächtige Karte, weil wenn er ein Monster speziell beschwört, darf er die wieder setzen, kann dann wieder die Artikel halbieren, wieder den Effekt negieren und dann wird es hier schwieriger natürlich. So, jetzt kommt die Synchro-Beschwörung auf der Seite. Und das ist eigentlich ein ziemlich mächtiges Kriegermonster. Oh, den haben wir ja noch nicht gesehen, ne? Nee, noch gar nicht. Den Koloss. Boom. Der kolossale Kämpfer. Der ist ziemlich cool, weil wenn diese Karte zerstört wird durch Kampf und auf den Friedhof gelegt wird, dann darfst du einfach einen Krieger vom Friedhof speziell beschwören. Und er selber ist ja Krieger. Das heißt, du kannst ihn einfach immer wieder selber speziell beschwören. Wow. Das ist erlaubt? Ja, das ist erlaubt. Was? Warte, ich wollte Lost Wind zurückholen. Ich hab scheinbar aus Versehen auf No gedrückt. Er hat aus Versehen auf Nein gedrückt. Nein. Missklick. Oh nein. Ja gut, das passiert. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ja, und der natürlich auch beim Monster Wiedergeburt. Oh, das ist jetzt sehr, sehr bitter. Ja, das alles ist bitter. Ja, er ärgert sich. Er ärgert sich. Aber verständlich natürlich. Ja, Lost Wind hätte jetzt sehr viel geholfen. Aber erstmal sehen, was er jetzt hier zieht. Er hat immer noch eine Wunderfusion verdeckt, die wir nicht vergessen dürfen. Da darf er dann Fusionsmaterialien vom Friedhof nehmen, oder? Genau. Ja, richtig. Okay. Ich würde sagen, ich beschwöre meinen Elementalen. Oh, ich glaube, er aktiviert selber Reißen-Tribut. Oh, ja. Er zerstört seine eigenen Monster, einfach weil der kolossale Kämpfer halt zu stark ist. So. Und da er nicht durch Kampf zerstört wird und durch den Karteneffekt, kann er sich selber nicht speziell beschwören. Ich sehe das nicht. Okay. Aber er hat Monster-Reanimation, kann er die Karte wiederholen? Ja, kann er wiederholen. Aber jetzt geht hier auch Schande in die Offensive. Ja. Er geht sogar für Damage, also er geht für das stärkere Monster, was er hat. Er überlegt gerade sehr gut. So, und jetzt ruft er ein sehr starkes Monster. Es hat bisher nur 2600, geht aber auf 3200 ATK hoch. Why? Für jedes gebannischte Heldenmonster kriegt er 300 oder 200. Ah, okay. Nee, warte, er hat 2,6 hat er grundsätzlich. Ne? Also hat er 2 geopfert. 3 hat er. 300 pro verbanntes Heldenmonster kriegt er. Warte, er hat 2,6 gehabt. Nee, jetzt ist 3,2, da muss er auch 2 geopfert haben. Ja, für die Beschwörung brauchst du jetzt 2 Monster. Ah ja, okay, ja. Und die Fusionskarte sagt dir, du darfst vom Friedhof 2 verbannen. Ah, okay. Also für die Beschwörung. Okay. Jetzt greift er an. Das. Ja, kommt der Ring der Zerstörung. Okay, das wird natürlich nur ein bisschen Schaden reduzieren. Ja, aber beide kriegen den Schaden. Und Seeker Phoenix hat ja nicht mehr so viele Lebenspunkte. Okay. Nein, er misst sein Timing. Oh, er verpasst sein Timing. Nein, weil er erst zerstört ja. Und dann Schaden. Das ist ja wrong. Was ist passiert? Folgendes. Sein Elemental hat eigentlich den Effekt, wenn er zerstört wird, darf er sich ein Elemental zurück auf die Hand nehmen. Ja. Das wäre sehr gut, weil dann kann er sich einen guten Helden zurücknehmen und hat halt noch genug Karten. Aber es gibt so etwas in Yu-Gi-Oh! Wie Timing. Und es gibt nur sehr wenige Karten, die das Timing verpassen können. Timing verpassen bedeutet, das Letzte, was passiert sein muss, ist das, was die Bedingung ist. Und hier ist ja zerstöre, wenn die Karte zerstört wurde. Ja. Der Ring der Zerstörung sagt aber, zerstöre die Karte, und dann füge Schaden zu. Das Letzte, was passiert, ist also der Schaden, nicht die Zerstörung. Und so funktioniert, kann die Karte sich nicht adden. Ah. Das ist vor allen Dingen bei älteren Karten so. Nochmal der Rest. Ist nicht dein Ernst, ey. Ironischerweise hat Michael nur 2 Notfallteleporter. Und er hat leider im Deck nur noch eine einzige Karte, die er beschwören kann. Und die hat 0 Angriffspunkte. Das ist jetzt auch eine ganz interessante Situation. Oh! Ey. Okay, das ist frech. Das ist sein. Okay, das. Wow, er zieht zufälligerweise die richtige Karte. Oh nein. Das könnte kaum besser sein. Das könnte kaum besser sein. Ja. Und er beschwört wieder ein Shining. Das Ding ist jetzt ja, er hat schon 2 vorhin verbannt gehabt, jetzt nochmal 2 verbannt gehabt, sprich, er ist noch stärker. Mann. Oh, das könnte das Ende sein. Ich weiß gar nicht, das ist Mathematik. Ja. Ich glaube, das reicht noch nicht. Nee, das reicht dann nicht. Ja. Moment, wäre wahrscheinlich noch. Aber. Oh mein Gott. In der schlechten Position natürlich hier. Ja, aber sowas von, mit dem Rücken zur Wand. Der Witz ist, Michael braucht jetzt nur einen Monarchen ziehen, der gut ist und ist hier zurück im Spiel. Ja? Ja. Also Michi braucht nur ein bestimmtes Monster ziehen und ist hier komplett zurück im Spiel. Okay, gucken wir mal. Und? Strand kann er auch?
Was hat er für eine Karte gezogen? Wir wissen es noch nicht. Jetzt müssen wir überlegen hier. Da. Ah, das reicht leider nicht. Das reicht leider nicht. Das war das falsche Monster. Naja, was hat er verdeckt? Warum ruft der in den Angriffsmodus? Oh, er geht in die Synchro-Beschwörung. Was kommt jetzt? Ist das erlaubt? Ja, klar. Aber ich weiß nicht, ob er noch eins hat. Ich glaube, er hat keins mehr, oder? Er hat noch eins. Er hat noch eins. Ist das dieser Anime-Moment, von dem alle immer reden? Okay. Ich weiß zwar nicht, ob das Sinn macht. Er weiß nicht, ob es Sinn macht. Macht es Sinn? Ich hätte gewartet, aber das heißt... Wie soll er warten? Er hat ja fast nichts mehr an dem Punkt. Nein gedrückt. Oh, sehr gut. Er hat schon wieder Lost Wind Nein gedrückt. Er wollte schon wieder die Karte nicht verdeckt. Warum? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich mach's einfach mal. Ja, das No ist links. Das ist halt richtig gekommen. Ja. Er hat sich verrechnet. Okay, das ist auch der Anime-Moment. Okay, da lehnen wir leider die Verrechnung und das war's jetzt. Ja, das war's dann. Ja. Er hätte den Cyberdrachen einfach an Verteidigungsmodus beschwören können und einen Zug abwarten können. Ja, aber hätte nichts genutzt, kommt dann 3G. Ist egal. Es ist kaum zu glauben. Okay, ja, GG. Ja, gut. CK Phoenix. Ich meine, ist ja auch das ikonischste Anime-Deck an dieser Stelle, dementsprechend. Ja. Passt das, ja. Glückwunsch. Alter, sehr gut. Ja, richtig gut. Glückwunsch. Glückwunsch, ja, auf jeden Fall. Jetzt hätte was so Cooles kommen können, aber mein Extra-Deck ist so leer. Unglücklich, unglücklich. Ja, okay, dann kehren wir mal zurück ins Studio. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir hatten drei fulminante Duelle gehabt. Wir haben uns alle wieder beruhigt. Wir haben uns alle gerechtfertigt. Es war mega spannend. Es war richtig, richtig cool. Also gegen Ende zwischen euch beiden, ich muss sagen, ihr habt beide so ein bisschen missklickt, glaube ich, zum Teil. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem am Ende, es ist der Moment gekommen. Das war der Moment, das war das Herz der Karten. Ja. Es ist, man redet immer darüber und es ist passiert dementsprechend. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Oh. Vielen Dank, vielen Dank. Viel Spaß damit mit der schwarzen Magier-Mädchen-Karte. Kompliziertes Wort, ne? Ja, es ist schon kompliziert. Ja. So Black Magician Girl Card. Naja, wie dem auch sei, Karten, apropos Karten. Wir haben hier natürlich auch wieder sehr viele Karten. Wir haben Retro-Karten, Anime-Karten, neue Karten, Super-Karten. Ich weiß es alles nicht, aber die öffnen wir natürlich. Und da könnt ihr natürlich wieder erzählen, was ist gerade der heißeste Sammelbrot von allen hier. So, was haben wir denn hier? Was haben wir? Was hat uns denn Onkel Konami denn alles gebracht? Ui, eine Menge. Wir haben eine Menge. Wir haben hier Brothers of Legend. Das ist natürlich eine Karten oder beziehungsweise ein Set, das ich zum Teil kenne, aber Kuribos in verschiedenen Farben, also die Kuribo Bros. Genau, richtig. Gut informiert hier. Wir haben hier dann auch noch The Grand Creators. Genau. Ja, Anime. Und das ist das Retro-Ding, glaube ich. Battle of Chaos, Chaos Magier. Oder? Oder eher schwarz oder hier blauäuger weißer Drache. Und tatsächlich ist es halt eins der neuesten Sets. Ja. What? Ja. Wirklich? Okay. Aber mit einigen aufgebesserten Versionen der Retro-Karten. Also einige Support-Karten für dunkler Magier zum Beispiel. Okay. Und natürlich Blue Eyes. Blue Eyes. Und genau. Blue Eyes. Und was ist für euch als Yu-Gi-Oh!-Influencer so... Was ist das, was ich unbedingt haben muss? Was ist das, wo ihr sagt, oh, ich komme ins Studio, oh, das will ich gleich öffnen. Ich weiß, bei dir ist es immer so, du kommst rein, also Analyse. Okay, das. Ja, es ist sogar ehrlich ziemlich schwer zu sagen. Ja, also wirklich? Hier ist es wirklich ziemlich schwer zu sagen, weil es einfach wirklich darauf ankommt, was du möchtest. Das klingt jetzt einfach, weil man das immer sagen kann. Mhm. Aber hier ist es besonders so, weil die Sets halt wirklich krasse Gegensätze verkörpern einfach. Wie du schon sagtest, so. Genau das hier, Brothers of Legend. Hast du sehr viele Anime-Karten bei Grand Creators. Da sind sehr gute Karten für die aktuelle Meta drin. Und bei Battle of Chaos hast du quasi Kombination aus beiden. Okay, deswegen machen wir von jedem etwas auf, würde ich sagen. Jo, ja, kein Problem. Klingt gut. Du willst keine? Ah ja, doch. Ich nehme auch noch, aber man gibt immer erst den Gästen. Das ist sehr. Und dann gibt man sich selbst was, ne? So. Ich dachte halt bei Brothers of Legend zum Beispiel, dass es eigentlich ein Set ist, was nicht so gut ist. Hm? Aber ja. es sieht so unscheinbar aus. Ist das wirklich, also mit den Kuribus drauf. aber da ist echt was Gutes drin. Also ja, das lohnt sich. Ja, dann machen wir Kuribus hier das Brothers of Legend als erstes genau, auf. Fang mal an. Es ist halt, wie in der Serie. Die ne? Kamera. Die Kuribo-Karte. Guck mal hier so.
Das ist so, ja klar. Also okay. Das sind halt echt alles Vollkarten, was halt super ist. Ja, okay. Alle sind voll Kuribo. Kuribo und eine Secret Rare. Oha! Vielleicht die beste! Es ist direkt die beste Karte, die man ziehen beste Karte kann. Das ist eine absolute Metakarte aktuell. Ganz vorsichtig bitte. Okay, sofort sleeven. Wir haben gerade keine Sleeves hier, aber ihr könnt davon ausgehen, nach der Sendung wird das Ding gesleeved und ein Toploader gebaut und alles Mögliche. Also das ist halt wirklich eine der besten Karten aktuell, die man auch spielen kann. Verbotener Tropfen. Die braucht man, um tatsächlich diese diversen krassen Boards überhaupt zu zerstören. Denn die Karte negiert einfach, ja, Karten, also Monstereffekte, und der Gegner kann nichts darauf anketten. Okay. Vorausgesetzt, du wirfst natürlich ein Monster ab natürlich. Oder Zauber der Falle. Die glänzt so doll, dass unsere Kamera die kaum einfangen kann. Also, super, super spielstark. Also, ich glaube, gerade spielt das so gefühlt jedes Deck dreimal. Ja. Und deswegen ist er auch so, so wertvoll. Krass. Und die, das ist der Reprint der Karte, das genau. Aber beide Prints sind in Secret Rare. Demzufolge beide sehr schwer zu bekommen. Okay. Aber deswegen, ja, deswegen ist das halt gut. Nee, noch mehr, noch wir machen mehr. Alle parallel schon mal auf. Und dann genau. Da ist ja noch viel, viel mehr. Das ist so viel, ihr könnt ja mal sagen. Also die letzte Karte ist die heißeste Karte. In der Regel. In der Regel. Also, boah, wir haben ja auch gesehen, hier, guck mal, hier richtig Vollstyle ist ja auch ganz anders. Kuribo, richtig Oldschool. Ja, aber das ist nicht das OG-Kuribo. Nein, aber es ist das braune Kuribo. Man kennt es. Wir verstehen schon. Du hast sogar Priest. Piri-Reis-Karte. Also, er zieht aber auch. Wir sollten nur noch alle hier. Okay, Micha, mach die alle auf. Die ist natürlich auch in vereinzelten Decks interessant. Genau. Die wird gerade gerne in DDD gespielt. Mhm. Die Karte hat man gedacht, ja, wofür braucht man die? Die passt ja in gar kein Deck. Mhm. Aber hat jetzt ihren Deck gefunden und dementsprechend auch sehr spielstark. Okay, die letzte Karte ist immer eine besondere Rare, weil man sieht ja den Unterschied auch. Also, ich hab jetzt. Genau, willst du raten oder soll ich lieber sagen? Sag lieber einfach. Das ist ein Secret Rare Effect. Secret Rare Effect. Okay. Genau. Und das andere ist eine Ultra Rare. Ultra Hand. Ja, deswegen habe ich jetzt immer mit der rechten Hand rein. Okay. Krass. Also, was hast du jetzt so wieder Geiles gezogen? Also, in, tatsächlich in The Grand Creators. Ah, das ist auch super. Das ist auch richtig gut. Ich wollte gerade sagen, in The Grand Creators gibt es nur irgendwie 3 Ultra Rares pro Set oder sowas. Und genau. Eine direkt, von daher. Also böse Helden, da muss man dazu sagen, Anime-mäßig, der kann eigentlich Chan was zu sagen. Mhm. Ja, also die bösen Helden natürlich aus dem Anime, als Jaden kurz etwas böse geworden ist, auf die dunkle Seite gewechselt ist. Das ist eine der neueren Support-Karten, kann man abwerfen, um sich eine böse Held-Karte auf die Hand zu nehmen, wenn ich mich gerade nicht täusche. Finstere Fusion. Finstere Fusion. Im Text erwähnt, oder? Ja, eine Karte, die Finstere Fusion im Text, also Support für die bösen Helden vom Deck auf die Hand zu nehmen. Ist angelehnt an den Elementarhelden Captain Gold. Also. Ist auch Artwork, glaube ich, ähnlich. Ne? Ja, genau. Schon sehr cool. Glaub, du machst ja schon fleißig auf. Was wollen wir jetzt sehen? Ich habe einen Künstlerkumpel. Sieht aber nur lustig aus. Den habe ich auch schon mal von Konami, ne? Der mit dem Kuribo Adventskalender. Genau, ja, genau. Ist nämlich Adventskalender. Ja. Was öffnest du jetzt hier? Also. Die vielleicht noch zeigen, das ist auch ein neues, was heißt ein neues Themendeck. Du hast es jetzt aus einem neuen Set, was du geöffnet hast. Von The Grand Creators, genau. Grand Creators. Das ist Punk. Ich weiß auch gar nicht, wofür dann die Abkürzung steht. Das ist ja P.U. Ich weiß es leider auch nicht. Alter, das ist aber mich leider auch überfragt. Krasser Holo-Effekt hier. Ist auch ein spielbares Deck, aber wird eher als Engine benutzt. Jetzt genau. Nicht die Synchro, aber. Ziehen wir wahrscheinlich auch noch. Ja. So, eigentlich brauchst du ja nichts Gutes zu ziehen. Du hast ja das Beste schon gezogen. Ja. Ansonsten habe ich auch hier ehrlich gesagt kaum, also ja, das alles schon. So, hier haben wir zum Beispiel Punk, das Monster, was man auch spielt. Upsala. Das ist jetzt hier eins, was man halt spielt, ist Psi und Empfänger, was schon mal an sich gut ist. Er ist Stufe 3, sprich, er kann mit Notfallteleporter geholt werden. Die Karte, die wir auch vorhin gesehen haben im Duell. Oder die man auch hier sehen kann. Genau. Ah ja, genau. Die genau. Direkt ja, gezogen. Die sehen wir hier nochmal. Genau, damit kann man die rufen. Und damit haben wir einfach ein Monster mehr auf dem Spielfeld, was schon mal sehr gut ist. Und kann man gut benutzen, um weiter seine Combo zu machen. Okay. Ja, man sieht hier vielleicht auch für die Retro-Spieler, ist hier unter anderem auch reißender Tribut. Ah, da haben wir vorhin auch das andere sehr, sehr oft gesehen. Also schon spannend zu sehen, dass diese alten Karten immer noch in den aktuellen Sets existieren. Die man immer ist die Karte so alt? Oh, ja, ja, das ist schon sehr alt. Eine der allerersten Sets, ne? Oh, okay. Ja, also ich glaube, im zweiten oder dritten Set kam die raus. Leg mich nicht fest. Ich weiß es gerade nicht genau. Du bist einfach viel zu schnell. Ja, ich öffne gerne. So. Ja, ihr müsst mir dann sagen, was ich hier so Gutes gezogen habe. Okay, das ist. Wir wollen doch erst Creators aufmachen. Creators? Oh, jetzt rutscht er hier ab. Jetzt rutsche ich hier ab.
ich rutsche ab. Ich greife hier nochmal zu. Es sieht echt schön aus hier. Es sieht aus wie so. Also, ja. Ich glaube, wir alle kennen das so aus Kindheitstagen, ja. So im Laden oder so. Eine bunte Tüte? Nee. Karten, ja. Ich wollte gerade sagen, bunte Tüte. Ich nehme dann hier nochmal die Cola-Cracker. Mal da, und dann mal noch einen Schlumpf dazu. Aber ja, stimmt. Das ist halt so. Schon mega. Sehr retro. Kindheitstraum eigentlich. Oh, guck mal, die Karte haben wir heute auch sehr oft gesehen bei dir. Genau. Mit der Psi-Fährtenleser. Ah, haben leider nicht so Geltung, wie sie eigentlich benutzt werden sollte, aber ja. Das ist ja auch das Gute jetzt mit Master Duel. Das sind halt einfach die Karten, die man dann auch kauft zum Teil. Ja, klar. Ja. Definitiv. So. Insektor, Marienkäfer. Ja. Und die Exoschwester. Genau, Exoschwester ist auch ein neues Deckthema, was eben hier in dem Set drin ist. Das ist jetzt die Fallenkarte davon. Ja. Die haben eine Mechanik, womit die den Friedhof des Gegners blockieren, quasi. Okay. So, was haben wir bei dir? Hast du da noch was Schönes? Ich habe ehrlich gesagt kaum was Besonderes. Ich habe nur weitere Insektoren. Okay, das ist wahrscheinlich auch so ein neu. Ist ein älteres Themendeck, was jetzt nochmal neu aufgegriffen wurde, nochmal neu Support bekommen hat. Also. Wir haben sogar darüber geredet, du hast angefangen, wieder auf Turnieren zu spielen. Da war Insektor gerade das Top-Deck quasi. Also, ja. Das habe ich schon ein bisschen her. Ich würde dir jetzt zeigen, da ist eine Wiedergeburt drauf. Wow. Eine Karte in der Karte. Ich finde es interessant, dass es halt teilweise Karten gibt. Cardception. Ja. Man kann tatsächlich damit Wiedergeburt vom Deck oder von der Hand auf den Friedhof legen und dann Monster von einem beliebigen Friedhof zurückholen. Also ist quasi Wiedergeburt als Karte. Als Fallenkarte meine ich. Also als Fallenkarte. Als Fallenkarte. Du musst die Zauberkarte aber erst auf den Friedhof legen. Ja. Ah, okay. Also, ja. Das heißt, du kannst sie recyceln. Nee, wenn Wiedergeburt immer noch auf 3 kommt, dann 3-mal die, 3-mal Wiedergeburt, let's go. Genau. Aber Wiedergeburt nur einmal im Deck, ne? Ja, zurzeit ist sie nur einmal. Okay. Ja. Genau. Und Raigeki hattet ihr jetzt auch jeder nur einmal im Deck, aber hätte theoretisch 3 spielen können. Nee, ist auch auf 1. Master Duel auf 1, genau. Im TCG auf 3. Ja, aber jetzt neuerdings erst. Also noch nicht so lange. Genau. Okay, Magnetkrieger kennt man von Yugi, ne? Alpha, Beta, Gamma hatte er. Hier jetzt Epsilon. Ja, Support-Karten. Einfach Support, halt ja. Genau, den Ghost Trick, ein bisschen Support. Und, ja. Oh, eine Ultra wäre gleich. Dinomorphia, auch ein neues Team-Deck. Genau. Ist halt TCG-Exclusive, meine ich. Ja. Also bei den Hauptsets ist es so, dass halt die Hauptsets kommen ja immer ein halbes Jahr ungefähr in Japan früher raus. Mhm. Und da sind 80 Karten drin, die bekommen wir auch in Europa dann. Und dann bekommen wir noch 10, die halt nur für uns Europa bzw. auch Amerika gedruckt werden. Die bekommen dann die japanischen Spieler nicht. Mhm. Und dann gibt es noch 10 Importkarten. Das sind nochmal 10 Karten, die in Japan existieren, aber hier halt nicht. Das ist krass, dass es eine Exklusivität dann in Japan gibt, die dann hier nicht vorhanden ist. Deswegen gibt es unter anderem auch die unterschiedlichen Banlists, worüber wir reden. Genau. Okay, das ergibt natürlich viel Sinn. Ja, also geh mal dadurch, da könnte was zwischen sein. Ja, könnte was zwischen. Tu so, also, wenn er schon so sagt. Ja. Okay, den kennen wir schon. Ja, den Schatten ist ein bisschen. Ja. Yeah. Das ist dein, nee. So ist gut. So, ja, kann ich nicht mehr ziehen, aber ja, gut. DDD? Ja, und? Oh! Witzer! Zombie-Vampir, Alter. Ist sogar ein Exit, also was jetzt neu ist, was auch in dem ein oder anderen Metadeck gespielt wird. Mhm. Schön. Das Artwork kann man gar nicht so richtig erkennen durch das ganze Glitzern, aber ich finde es auch. Ja, ich finde das so cool. Sehr cool. Das war halt so ein bisschen. Selbst direkt vorm Auge ist es halt so ein bisschen. Es ist sehr viel Bling-Bling. Ja, aber ist doch schön, oder nicht? Ja, absolut. Hier ist auf jeden Fall auch noch etwas dazu. Oh, okay. Vielleicht auch eher ein bisschen was für den Oldschool-Spieler. Oh, hat er gezogen. Ja. Wie Glück wir eigentlich haben, oder? Ja, es passt. Oh, guck mal, Topf der Gier kenne ich noch. Ja. Was ist mit dem Topf der Gier? Ist Topf der Gier wieder da? Ist Topf der Gier wieder raus? Also der richtige Topf der Gier ist verboten, der wird auch vermutlich nicht mehr zurückkommen. Es gibt aber alternative Versionen, wie Topf der Extravaganz oder Topf der Begehren, die haben dann spezifische Beschränkungen, um das so ein bisschen auszugleichen, weil zwei Karten zu ziehen ist ja schon sehr mächtig. Ist das wirklich so krass? Ja. Man kann es sich als Außenstehender nicht so vorstellen, aber es ist eine sehr starke Karte. Das ist die beste Karte. Ja, überhaupt. Ich finde, das ist halt so die Meme-Karte schlechthin, weil selbst ich, der dann halt so nicht wirklich in diesem Kartenspiel drin ist, weiß halt, dass Topf der Gier gebannt ist. Und die Karte ist ja so populär, davon gibt es ja auch Merchandise. Also ich habe ja irgendwo mal gesehen, es gibt halt Topf der Gier als Deko, also den echten Topf sozusagen. Ja. Ja, in Master Duel kann man sogar den Topf der Gier auch als Buddy kriegen. Ne? Also, dass er dann einfach eben auf dem Spielfeld steht. Ja. Also sehr ikonische Karte, dementsprechend dann auch hier abgebildet. Ja, okay.
Artwork ist sehr schön. Ja. Also das Gute ist, dass er nicht so krass holographischen kann. Man kann die schon sehen. Genau. Deswegen sagen auch manche, dass sie zum Beispiel die Ultra-Ware oder ähnliches hübscher finden. Weil es halt nicht Alter, so ein blauäugiger Drachentyran. Ja, schon cool. Das ist eine schöne Holo, weil man kann da auch alles erkennen. Du beschwerst dich immer. Nee, wieso beschwer ich? Ich sag, das ist eine schöne. Das sieht man doch ganz gut. Ich finde das Secret Dress auch super. Ja, ich finde das schön. Super schön. Das ist eine richtig schöne Karte. Da haben wir noch ein paar Fallenkarten. Und ein großer. Schon wieder? Wie können denn so die Ultras und Secrets da so ziehen? Wir haben doch nur die obersten. Ja? Kann nicht sein. Ja, da. Moment, hast du schon wieder was Gutes gesagt? Ja. Könnte wieder was Krasses dabei sein. Meinst du die Karte? Genau. Aber die ist schon cool, oder? Die ist schon also sehr, witzig, sehr, sehr cool. Und mit dem Mund da auch, ja. Ist sogar Psi. Dimensionsbeschwörer. Alter, okay. Die sieht sehr, sehr oldschool aus, finde ich. Also vom Zeichenstil her. Echt? Ja. Aber die ist sehr, sehr neu. Also die ist halt jetzt erst rausgekommen. Also ich finde den Stil her, das ist so. Ist halt ein Insektenthema. Gibt es nicht so viele Thematiken. Wir hatten jetzt eben schon Insektor, was auf jeden Fall ein Insektthema ist. Mhm. Und dann gibt es noch die Beet Trooper, also Käferkavallerie. Und das ist jetzt sogar ein Support allgemein für Insekten. Halt. Okay. Auch Empfänger, wo wir bei Synchrophoren waren. Ja. Ist auch Empfänger. Okay, jetzt haben wir ein paar geöffnet. Welche davon findet ihr jetzt am besten? Dann öffnet ihr davon nochmal. Es kommt halt drauf an, aus welcher Perspektive man es beurteilt. So, der Anime-Fan mag das hier, also Brothers of Legend vielleicht am meisten, weil da auch viele Karten drin sind, die man lange gefordert hat, also als Fan so, die es im Anime gab, die man lange nicht bekommen hat. Für die Spieler ist Grand Creators auf jeden Fall sehr gut. Ja. Da sind starke Themendecks drin und Battle of Chaos, wie Mori schon gesagt hat, ist halt so ein bisschen die Kombo aus beidem. Genau. Und was ich cool finde bei Brothers, jede Karte ist Ultra oder Secret Rare. Was auch cool ist. Das stimmt. Ja. Jetzt verteilt er hier. Ich verteile wieder jetzt von jedem was. Dann World Brothers? The Grand Creators haben wir noch da nicht. Da haben wir einen Ultra bis jetzt. Aus. Ja, dann ziehen wir jetzt. Aber sag ich ja, also da gibt es, glaube ich, gefühlt auch nur 3 pro Display. Also schon. Ja, will es loswerden, alles hier weg. Also, wir haben hier noch ein paar. Gefällt mir. Ich will einfach hier die krassesten Karten sehen und natürlich auch die Erklärung dazu, warum die auch so krass sind. Hier ist auf jeden Fall noch eine Ultra Rare. Ganz hinten. Okay, gucken wir mal. Oh, weiß nicht, gut. So sieht man sich wieder. Ein Käfer hat man auch gesehen. Haben wir auch schon gesehen. Das ist echt ironisch, dass wir die alle gespielt haben. Ja, das war gar nicht so geplant. Exo-Schwester. Ja, Exit. Genau, Exo-Schwester an Exit basierendes basierende Archetype. Das ist eine schöne Karte. Ja, hier kann man auch wieder sehr, sehr viel. Ey, sorry, ich bin halt so, schöne Karte. Wenn du die Karte nicht verstehst, dann willst du zumindest eine schöne Karte haben. Collectors Rare wäre jetzt natürlich wunderschön zum Angucken. Aber sehr selten. Warte, es gibt die Collectors Rare und es gibt jetzt noch eine andere Rare. Starlight Rare. Aber es gibt auch hier noch die Ghost Rare. Ultimate Rare. Nein. Die gibt es alle, aber. Es gibt auch diese ägyptische Rare, wie hieß die nochmal? Ja, Ägyptic Rare. Also das ist eine Ultra Rare. Ägyptic Ultra. Wo dann halt auch diese Millennium. Obelisk da und Slifer gibt es die. Oh, aber das ist super selten, ne? Ja, und ist ein King's Curl drin. Ja. Also gibt's jetzt hier nicht? Gibt's hier nicht, okay. Oh. Das ist okay. Das ist fein. Also es gibt halt so viele verschiedene Seltenheitsstufen. Und manche kommen halt auch gar nicht so oft raus. Also zum Beispiel Ghost Rare oder so gibt's halt ziemlich selten. Da haben wir schon wieder Punk. Vor allem mittlerweile hat man auch bei Konami angefangen, für jedes Set dann teilweise nochmal eine eigene Rarity einzuführen. Er kommt zum Beispiel mit dem 10.000 Drachen. Für jedes Set? Eine eigene Rarity. So bei den Nebensets gibt es häufig dann nochmal eine extra Rarity, die es vorher nicht gab, wie zum Beispiel halt bei dem 10.000 Drachen in 10.000. Oh ja, solche Sachen. Oder Nummer 39 Utopia gab es auch in so einer eigenen. Oh, die ist doch cool, oder? Das ist eine sehr süße Karte. Spielt so schön. Es ist so, hatten wir auch die Karten geöffnet. Da gab es ja diese Sushi-Boote, die fand ich auch sehr gut. Ja! Du kannst sogar neue Sushis hier auch hier drin ziehen. Nice. Also, ist halt ein kompletter Archetype, der nach und nach eben seinen Support bekommt. Mhm. Von daher. Ja, die Runde war nicht so gut für mich. Ja. Oh. Zieht erstmal nur mit dem allerersten Booster so eine krasseste Karte und. Ja, und dann auch Map und sowas. Ist schon. Guck mal, doch, hier, guck mal, musst du zeigen. Battle of Chaos.
Wohin erinnert dich das? Alter. Ja, das ist natürlich eine blaue und weiße Drache. Genau, und das ist eine neue Supportkarte. Aber als Zauberkarte, ja. Also spielbar, würdest du sagen? Oder? Die Fusionskarte ist sehr gut. Und das Fusionsmonster, was eben gezeigt wurde, ist auch nicht schlecht. Mhm. Ja. Was du eben hattest. Also diese blauäugiger Tyrannendrache. Genau. Mhm. Drachentyrann. Ja. Die ist auch ziemlich gut. Hier sind zwei der neuen Kuribos quasi. Neue Kuribo-Brüder. Kuribu und Kuriba. Ja. Dann gibt's noch Kuribe und Kuribi. Also und Kuribabilon. Und Kuribabilon. Der ist auch dann neu. Ja, stimmt. Grad, nein, das ist. Nein. Komm, wir müssen mehr Kuribus öffnen. Okay, ich hab hier Bibliothekaren, aber Libromanten. Ja, auch ein neues Themendeck. Genau. Und auch im TCG Exclusive. Genau. Und es ist ein Ritual-Archetype. Was ziemlich selten ist, weil man sagt ja immer so, ey, jetzt kam ja gerade die neue Beschwörungsmechanik, etc. Mhm. Zum Beispiel Pendulum sagen ja welche, oder Link, ja, das ist das Neueste. Und dann sagen sie so, ja, aber Ritual, ja, nee, also auch alte Beschwörungsmechaniken werden unterstützt. Also, beziehungsweise supported. Ja, vor allem Ritual ist in der letzten Zeit ja mit den Herolds sehr stark. Ja, sehr stark. Tritron. Oh mein Gott. Ich sehe, ich habe die Nummer 39 gezogen. Wie viele Nummern haben wir jetzt bei diesen ganzen Durchnummerierungen? Es gibt 99 reguläre Nummern und dann gibt es quasi noch, ich glaube, irgendwie 7 oder 8 Nummern über 100. Also es gibt quasi von Nummer 1 bis 100 und dann gibt es noch mal bis 107, glaube ich. Okay. Genau, und dann gibt es immer noch die S-Varianten. Ja, es gibt dann noch die Chaos-Nummern. Zum Beispiel bei Nummer 39 gibt es dann noch Nummer 1039. Ja. Ja, es ist halt wie in der Schule. Irgendwann gab es in Mathe dann auch Buchstaben. Also. Ja, genau. Also. Bester Vergleich. Passiert dann, oh, 5-Sterne-Dämmerung. Ja, ist auch Kuribo-Karte. Was sind also diese Kuribo-Karten? Schlammbar, gute Karte an sich. Und Kragen. Tarnkappen, Kragen, Kragen. Tarnkappen, Kragen. Tarnkappen, Kragen. Tarnkappen, Kragen. So schwierig. Alter, das ist wirklich. Sag das mal dreimal hintereinander. Nee. Ich zeig dir lieber eine Karte, wovon eben Chan erzählt hat, und zwar, dass hier Retro-Karten. Wenn die alten Karten erneuert da sind, oder das du gesagt, weiß ich es auch nicht mehr. Das ist der alte Fenster in Dimension. Kennst du die Karte vielleicht so vom Artwork her, so von ganz früher? Kenn ich nicht. Nicht? Es ist. Weißt du es schon? Ich sehe es gerade nicht, deswegen. Da siehst du so groß auch. Ich weiß, was du meinst. DD-Krieger. Ja, DD-Krieger. Genau. Den gibt es jetzt halt als Synchro-Monster. Der Effekt ist angelehnt an den DD-Krieger, aber jetzt nicht. 1 zu 1, also er hat schon noch einen anderen Effekt, aber. Okay. Ja. Ja. Klassiker. Die Kriegerin wäre auch interessant dann. Als Synchro? Als Synchro, ja. Das wäre schon cool. Oh, Synchro 6 oder so, das wäre schon. Ja. Du bist Hengst hinterher. Tarnkappen, Kragen, Krankenbrut. Tarnkappen, Kragen, Krankenbrut. Alter, das ist auch. Muss man bei Geigenmännchen nehmen. Ah, schön im Deutschen noch alles mit Bundesstriche und so. Okay, wir haben ZW. Naja. Oh ja. Detonieren. Ja, das hatte Yugi auch mal eingesetzt. Genau. Eisspiegel. Edler Ritter und. Oh! Nochmal! Ja. Das ist gut. Hey, kann man wirklich zweimal dieselbe Secret erziehen? Ja. Boah, krass. Natürlich. Kannst auch dreimal, also. Theoretisch. Es sind ja 24 Secret Rares da, also können auch welche doppelt. Ah ja, stimmt. Okay, ihr wollt noch mehr Kuribo Bros haben, ne? Ich sehe schon, die Kuribo Bros sind die euch ansprechen. Okay, wie viel haben wir noch? Machen wir das nochmal. 2, 4, 6, 8, perfekt. Oh. Wenn da jetzt was Gutes, hier nicht, ne? Du hast gerade noch geswitcht. Wir können ja nochmal eintauschen. Mal schauen. Oh, ich habe auch einen Tarnkappen. Die Nummer 4, Tarnkappen, Kragenkrake einfach. Die gehören auch zusammen. Ohne Brut. Ja. Also hier ist auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Ist jetzt nur eine Ultra-Rare, aber Verlockung der Finsternis ist seit Jahren eine sehr spielstarke Karte. Ja. Ist einfach nur schwarz und was ist denn da? Ich habe keine Ahnung, was ist denn das da? Wie? Eine Truhe, glaube ich. Eine Truhe. Ein Schatz oder. Es könnte sogar auch symbolisch das Deck sein. Weil Allure. Man sieht vom Deck. Also man sieht es ja auch nicht, es ist so verlockend. Man will näher dran, man will näher sehen. Ja, und wenn du dann nah genug dran bist, dann. Es macht die Schärfe der Kamera nicht mehr mit. Wenn du Pech hast, musst du die ganze Hand abwerfen. Ja. Oh, Red Eyes Fusion. Beatrice.
Und jetzt kommt sie. Blauäugiges Kuribo. Nein! Flügelbelohnung. Eine coole Karte. Mhm. Für gefühltes Ungeheuer. Das ist ein bisschen ähnlich, wenn du siehst, da steht. Zahle 600 Lebenspunkte, ziehe 2 Karten. Kommt dir das bekannt vor? Oh, dafür muss man aber was abgeben. Ja, 600 Lebenspunkte. Ja. Nee. 2 Karten. Ja, Topf der Gier war schon geil. Hier ist auch ein weißerer Kuribo. Oh, ja. Boah, jetzt wird das zugelegt hier. Ja. Nummer 99. Ja. Utopia Drachen. Drachen. Kann man auch spielen. Ja. Also mit Rank-Ups und ist sogar in Master Duel gar nicht so schlecht. Es gibt so ein Utopia-Deck im Master Duel. Das ist, haut schon rein, würde ich sagen. Kuriborn. Ja, alles dabei hier. Ja. Ist halt mit das Kuribos. Wer hätte es gedacht mit dem Cover? Ja. Hast du noch? Ja, eins habe ich noch. Ja, ja. Ich hatte ja mal rein für euch, deswegen muss ich schauen. So, ihr Vertrag des Schicksals. Und wir haben noch Kuribe. Glaubst du uns jetzt? Ja, okay. Und was ist das? Ein Ventilator? Geht mit diesem Ventilöwe. Ventilöwe. Okay, und oh, Nummer 89. Dazu kann man sogar eine Geschichte erzählen. Denn es gibt ja Preiskarten auf Turnieren. Mhm. Also zum Beispiel bei einer YCS, da kann man eine Preiskarte gewinnen. Und das war eine Preiskarte mal. Die konnte man nur spielen, wenn du eben ein Turnier gewonnen hast. Oh. Und jetzt ist sie in diesem Set rausgekommen für jeden Spieler. Okay. Also ist das schon eine speziellere Karte quasi. Die reprinten also auch Preiskarten. Ja, weil es ja blöd wäre. Also irgendwann wollen ja alle die mal spielen. Ja, klar. Aber ich würde dann noch immer Preiskarten, wenn ich wirklich Preiskarten machen würde für solche Turniere, Karten nehmen, die es schon gibt, aber vielleicht in anderem Artwork, weil das wäre schon ziemlich OP. Das gibt es unter anderem auch. Ja, zum Teil. Also, und bei der Weltmeisterschaft ist es auch noch ganz speziell. Mhm. Da drucken die extra Karten mit extrem, also ich persönlich finde das zumindest, extrem coolen Artworks. Also, die sehen richtig krass aus, aber die sind auch nicht erlaubt zu spielen im normalen Spiel. Okay. Die haben auch alle den Effekt, wenn du angreifst und damit Schaden machst, hast du automatisch gewonnen. Also, es ist halt so der Standardtext bei den Karten. Mhm. Also, sie sind halt zu mächtig auch eigentlich. Du hast das Match gewonnen, darum geht's. Ne? Ach ja, genau, das Match also gewonnen. Du gewinnst ein Duell und du gewinnst dann quasi das ganze Match, also alle 3 Duelle auf einmal. Also. Ja. Wenn, wenn du damit das Duell beendest. Aber deswegen ist dir nicht erlaubt. Ja, ja, klar. gibt irgendwie schon Sinn. Aber ja, dass es solche Karten gibt, das sind solche Trollkarten, finde ich. Wenn ich ehrlich bin. Schon. Aber es sind halt die Weltmeisterschaftskarten und davon gibt es immer von jeder nur, ich weiß nicht. Handvoll. Handvoll halt wirklich. Mhm. Also ist halt sehr rar. Ich meine, Weltmeister wird man nicht alle Tage. Das stimmt. Ja, ich glaube, wir sind hier so langsam ans Ende gekommen. Das war natürlich wieder sehr schön. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, wieder viel dazugelernt, gerade jetzt beim Master Duel. Endlich mal, wie soll ich sagen, ein Duell gesehen, das dann irgendwie so auch ein bisschen auf Augenhöhe war, wo ich immer dachte, okay, es ragt zwar immer noch bis hierhin für mich, aber ich kann so ein bisschen rüberlugen und sagen, ich verstehe ein bisschen, im Gegensatz zu den anderen Duellen, wo ich sehe. Welcher Zug war das? Ja, das war der erste Zug. Ey, vielen lieben Dank, dass ihr hier wart. Ihr könnt ja CK Phoenix auf YouTube verfolgen. Card Journal ist auch auf YouTube. Und natürlich auch den Schattenspiel auf YouTube. Schaut da mal gerne rein. Yu-Gi-Oh! Und Anime-Content gibt es hier. Und schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und ob ihr es nochmal sehen wollt. Wenn ja, dann vielen lieben Dank nochmal an Konami und schaut dann nochmal hier in die Bauchbinde für Yu-Gi-Oh! Duel Links, ne? Yu-Gi-Oh! Duel Links feiert Geburtstag. Wir feiern unser 2-jähriges weil wir uns beim 3. Geburtstag von Yu-Gi-Oh! Duel Links kennengelernt haben. Ist ja auch jetzt auch wirklich. Ja, in Paris war das ungefähr zur gleichen Zeit. Ja, schön. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Dankeschön und tschüss.